Ja, huhu und herzlich willkommen hier zu einem etwas spontanen Stream. Heute sollten wir eigentlich Klingen der Nacht spielen. Allerdings ja, ist Leopardin 202 vom Real Life so in den Arsch gebissen worden, dass sie heute leider noch arbeiten muss um diese späte Uhrzeit und nicht fertig wird. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir spielen nicht ohne sie. Und wir wollen es auch nicht ausfallen lassen hier, sondern wir machen jetzt einfach so ein kleines Sabbelründchen, irgendwie so ein Behind the Scenes oder so, zusammen mit Leuten, die zugucken. Vielleicht habt ihr ja irgendwie Fragen zu der Runde, zu den Charakteren oder sonst irgendwelche Sachen, die ihr wissen wollt oder die euch interessieren. Und ja, das werden wir dann heute irgendwie mal so dazwischen schieben quasi. Und ja, ich bin nicht alleine hier, sondern auch noch der Pölle ist da, der sitzt da. Hallo, Genau, Schuhu, und Schuhu. die Feder und der Rerion. Und Hallo. Hey, ho. ja, eigentlich wollten wir heute was ganz Tolles Neues ausprobieren, denn wir können jetzt Würfel einblenden. Das kann ich ja direkt mal irgendwie, zeigt das mal einer, würfel mal jemand. Das hätte, wenn ich, wäre heute im Kampf ziemlich cool gekommen. Da, guck mal. Da hat der Lot hier gewürfelt. Ja, das wäre heute cool gekommen. Hier so eine Talentprobe vom Goswin, ja. Leider, ja, muss es dann irgendwie warten mit dem Einsatz. Bis zum nächsten Mal. Aber es ist schon mal eine coole Sache, dass ich das jetzt irgendwie so hingekriegt habe, dass das funktioniert. Ja. Und ja, aber wie gesagt, ein kleines Behind the Scenes oder eine kleine Sammelrunde. Vielleicht fangen wir mal an, bevor irgendwie Leute anfangen, irgendwie sich Gedanken zu machen, ob sie was fragen können. Vielleicht erzählt ihr einfach mal so in der Rückschau, was ihr denn so bis jetzt irgendwie aus der Runde so mitnehmt, was euch gefallen hat und was ihr nicht so toll fandet und vielleicht irgendwie was so zu euren Charakteren, zu der Entwicklung oder so. Einfach mal ein bisschen so Freischnauze. Ein bisschen was erzählen über die Runde. Wer möchte denn anfangen? Ist wie Recap. Also, Moment, da müssen wir jetzt alle ganz verschämt zu Boden gucken. ich bin bis jetzt ziemlich begeistert. So, ich mache jetzt mal den Klassenprimus. Hab nachher wieder Keile. Und ich habe genau den richtigen Charakter für so eine Expedition erstellt. Also es kommt relativ Schlag auf Schlag, die Ereignisse. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man irgendwie gezwungen wird, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Also man ist nicht so gerailroadet, finde ich. Es ist zwar so grob klar, was gemacht werden soll oder muss und noch einen gewissen Zeitfaktor hat, aber wie man sich das einteilt, ist halt nicht vorgegeben. Es ist jetzt nicht so, also zumindest bislang erschien es nicht so, wenn man nicht sofort das macht, passiert das und das. Ich finde es ganz gut, dass der Norden mal ein bisschen wieder durchleuchtet wird, weil der häufig sehr kurz kommt. Und ich finde es schön, dass irgendwie scheinbar Klingen der Nacht an mehrere alte Klassiker anschließt, sei es jetzt die Phileas-von-Saga, sei es Unter dem Nordlicht. Definitiv. Ja, dass die Chakagra jetzt überhaupt mal in Erscheinung treten, was ja irgendwann logisch war, dass sie es mal hätten tun sollen, können, müssen, wie auch immer. Ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, wie krass die sind, aber sie scheinen ziemlich krass zu sein. Und das Abenteuer ist dann doch relativ lang.
Definitiv. Muss ich Also es ist, sagen. glaube ich, doppelt so dick wie so ein 0815-Abenteuer. Ich kann ja mal gerade gucken. Ich vermisse so Ich ein glaube, wir strecken bisschen. das aber auch ganz schön durch unser Rollenspiel. Also hier ist die Also, Offenbarung könnte da des bestimmt. Himmels. Und, Ja. ich weiß nicht. Obwohl, es ist gar nicht so viel dicker, wenn man es so nebeneinander legt, ne? Ja, Ich vermisse ein bisschen die Möglichkeit, nochmal zu steigern zwischendurch. Ja, man kriegt halt Angst, wenn man immer gegen die Chakra und die Daimonoiden kämpft. Ich muss doch irgendwann mal aufschließen können mit meinen Aber Fähigkeiten. das ist ja ganz gut, wenn die Chakagra euch Angst machen. Also das ist ja genau das, was gewollt ist, ne? Und ich muss halt sagen, was du halt meintest zu Anfang, als wir die Charaktere erstellt haben, dass jeder sich zumindest rudimentär verteidigen können muss. Also mit Ja, den ich habe es sogar noch krasser Chakagra. ausgedrückt. Ich habe halt ja auch gesagt, ihr müsst kämpfen können. Ne? Ja, Also es ist, ne? also mit normalen Chakagra, mit denen kommt man noch ansatzweise zurecht. Ansatzweise, wobei dieser Dunkelheitszauber echt fies ist. Aber diese Wächter und diese Chimärenkreaturen, die sind so krass vom Schaden her. Deswegen, also man sollte das schon mit einer gut abgestimmten Gruppe machen, wo man einen hat, der auf jeden Fall richtig was rausrotzt. Auf gut Ja. Deutsch. Mir fällt da gerade ein, weil ich eben auch im Nordpol in der Videowerbung im Discord das gesehen habe. Der Frosty Pen and Paper Kanal auf YouTube, der hat eine Rezension zu dem Abenteuer gemacht. Die habe ich noch nicht angeguckt, aber vielleicht ist das auch was für euch, dass ihr, wenn ihr es mal irgendwie angucken wollt irgendwie und euch ein bisschen spoilern wollt, vielleicht da werden Nein. vielleicht ein Spoiler drin vorkommen. Nein. Ich weiß nicht, ob er Spoiler macht. Ich weiß es nicht genau. Gute Rezensiaten schreiben Spoilerwarnung drüber. Ja, Frosty ist normalerweise ziemlich gut im Rezensieren. Also ich denke, das ist. Er macht das, glaube ich, relativ spoilerfrei. Wenn überhaupt nach der Runde. Ja. Mir kommt nichts zu Pass, was irgendwie eine Spoilerwarnung für dieses Abenteuer enthält. Der Hotname meint irgendwie, er dachte immer, Railroading steht in den DSA-Regeln. Ja, deswegen bist du ja richtig in diesem Stream, weil ich ignoriere ja Regeln permanent. Moment, es gibt auch noch eine andere Variante, Sandboxing, oder? Dass sich die anderen Ja, aber die 75% Frage aller ist doch, DSA. hat jemals irgendwer ein Abenteuer gemeistert, wo die Heldengruppe sich genau so verhalten hat, wie vom Abenteuerbuch vorhergesehen? Ich nicht. Das. Wie? Überhaupt nicht. Ich meine, dann sich Railroading, das ist halt so ein verteufelter Begriff. Auf der anderen Seite kann man es halt auch einfach als Leitfaden sehen, in dem sich die Helden bewegen sollen. Es gibt natürlich aus irgendwelchen Gründen man das Abenteuer sonst wirklich sprengen würde. Ja, okay, müsste man mal gucken, aber Also deswegen gibt es es ja ist eine halt ganze schon so, dass Strecke. man relativ viel reist, also hin und her reisen muss bei diesem Abenteuer. Ihr habt aber relative Freiheit, wo ihr irgendwie immer hinlaufen wollt. Es gibt halt immer einen Ort, wo es halt einen Hinweis zu gibt, dass es da was Neues gibt. Und dann ist es klar, dass die Helden dahin wollen. Ihr könntet aber auch ganz woanders hingehen. Aber ja, dann würde irgendwas anderes halt passieren. Ne? Aber von daher. Meistens folgen Helden doch irgendwelchen Andeutungen. Guck mal, da drüben ist das magische Artefakt. Da wollt ihr doch bestimmt alle hin. Ja, und wenn ihr dann nicht Assis habt als Spieler sagen, ach ja, Plot, den lass mal ignorieren, dann machen die das auch meistens. Plot, aber in die nächste Taverne. Mehr Bier für alle. Ja, Hotnese schlägt auch vor, ihr sollt jetzt auf einmal sagen, ach, scheiß auf den Norden, wir ziehen nach Al-Anfa. Meine Rede. Das ist eine ganz Meine schlechte Rede. Idee, das ist eine Außer ganz, das ganz Gleich Anfang des schlechte Streams. Räumt den Norden, überlasst diesen Viechern das, bis sie an die Grenze kommen, wo die Brauerskirche dann mit drei Reihen steht. Ja, das Schöne ist ja, wenn die Chakra gar nach Süden vordringen, müssen sie ja erstmal auch an den Orks vorbei. Ne? Vielleicht könnten dafür das Mittelreich sich einiges erledigen. Also. Genau, also Wir räumt den gucken mal, Norden, wer lasst die übrig Orks das erledigen, bleibt. dann können wir neu besiedeln. Oder sie verbünden sich mit den Orks und dann hat das Mittelreich ein ganz, ganz krasses Problem am Herzen der Backe. Die brauchen sich nicht Da kein verbünden. Gar. Das hat ja schon einmal nicht richtig funktioniert. Ja. Ja, der Kagrim schreibt doch, er mag euer Charakterplay, weil das war eben, als ihr meintet, irgendwie, dass sie das ein bisschen in die Länge ziehen. Ja, genau, das ist aber auch ganz nett. Ja. Also, Also ich denke schon, dass man das Abenteuer auch einfach durchballern könnte, aber
Das Abenteuer beginnt eigentlich mit der Zerstörung von Frisov. Und wenn man mal überlegt, wie viele Episoden wir gespielt haben, bis das passiert ist. Ja, also. 3 waren es, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja. Und dann immer noch die Möglichkeit, dass sich halt auch Sachen zwischendrin entwickeln, wie ich schnapp mir einen Dolch. Wo ist mein elektrischer Heiligenschein? Ich brauche einen elektrischen Heiligenschein, den ich bei genau solchen Situationen einfach so anknüpfen kann. So ding! Oder es erscheint spontan im Abenteuer eine Verlobte. Hotney schreibt, was hast du dir in deiner Hintergrundgeschichte geschrieben? Hotney schreibt, er findet, dass wenn man ein Kaufabenteuer spielt, man sich eigentlich darauf automatisch einigt, dass man das spielt, wie es im Abenteuer steht. Ansonsten muss man das vorher sagen. Das Gute an dem ganzen Ding ist, in dem Abenteuer steht der Ablauf von den ganzen Sachen nicht drin. Also wie ist es jetzt vom Abenteuer gemeint? Ich meine, es gibt wirklich schlimme stringent vorgegebene Abenteuer bei DSA, ja, aber da ist DSA ja auch nicht alleine. Aber es gibt wirklich ein paar, die so stringent sind, dass man so wirklich nicht mal stolpern darf. Meiner Erfahrung nach funktioniert das allenfalls mit Rollenspiel-Einsteigern. Ja. Also ich habe noch kein einziges DSA-Abenteuer meiner gesamten dezent langen Laufbahn gespielt oder geleitet, wo der Faden wirklich halt funktioniert hätte, allenfalls als grobe Orientierung. Schlimm ist halt nur, wenn Abenteuer aufeinander aufbauen und man dann bestimmte Dinge eigentlich nicht tun darf oder dürfte, weil im anderen Abenteuer dann das und das eine bestimmte Auswirkung hat. Mhm. Aber auch das kann man dann ja ändern. Es ist ja schließlich dein Aventurien. Nicht das Aventurien, das sage ich halt immer, es ist deins. Bei mir ist zum Beispiel die Schwert- und Stabakademie schon immer in Gareth gewesen. Wie wir in der Phileas-Kampagne gelernt haben. Ja. Wenn dann bestimmt der NSC nicht draufgehen darf, egal was die Spieler machen, fand ich das halt extrem frustrierend. Und wenn die Idee halt einfach zu genial ist, dann geht er halt trotzdem drauf, dann wird er halt durch irgendwen ersetzt. Ja, Hotney schreibt auch direkt die erste Frage. Sehr gut. Also, wie gesagt, fühlt euch animiert, einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Wir beantworten die gerne. Hotney fragt, ob euch als Spieler irgendwas an dem Abenteuer bisher überrascht hat. Alles. Also außer der nordische Hintergrund, aber als die ersten Viecher aus dem Nebel kamen und dann direkt so ein Vieh mit einem Zweihandhammer, halb Krabbe, halb Elf, da hatte ich ja echt noch Glück mit meinen Goblins. Mr. Krabs. Ja, Mr. Krabs und auch in der letzten Folge die Yetis, das war echt so ein What the fuck, das war echt so... Ach komm! Jetzt noch Yetis, okay. Alles klar. Die leben nun mal da im Norden. Die sind ziemlich cool. Ja, okay, aber Yetis sind eher so ne, großer Bogen oder viel Fleisch für den nächsten Winter. Nicht unbedingt. Wir reisen jetzt mit denen in die nächste Schlacht. Und, aber ja. Sie haben noch keine Monsterklasse mehr. Der Servulon, ja, du hast ein bisschen was verpasst. Wir spielen heute leider nicht, weil die Leopardin arbeiten muss noch. Beziehungsweise mit ihrer Arbeit leider nicht fertig wird. Shame on you, Arbeitgeber von Leopardin. Zum Thema überrascht noch. Die Neuausarbeitung der Rüstungen und Waffen von den Chakraga. Denn früher passierte da nämlich gar nichts mit. Ja. Wenn man die angezogen oder berührt hat. Lass mich dem Civilium eben nur kurz zu Ende erklären, dass wir jetzt einen Q&A-Stream machen. Das heißt, wenn du Fragen hast an unsere Spieler oder mich zu dem Klingen der Nacht oder zu dem ganzen Stream-Gedönse oder so, fühl dich frei zu fragen. Ja? So. Lothir hat das überrascht mit den Waffen der Chakraga. Okay. Ja, also weil früher, das ist ja schon ein alter Hut, mit den Endurium-Waffen und Rüstungen, wo die meisten Spieler sich früher darauf gefreut haben, ja, wir ziehen gegen Chakraga, wir kriegen Endurium für lau. Funktioniert jetzt nicht mehr. Ob jetzt gut oder schlecht, ist einmal dahingestellt.
Ich finde die Wirkung bislang extrem heftig. Wobei wir auch noch nicht alles mitbekommen haben, was wahrscheinlich möglich gewesen wäre. Es war knapp davor. Ja, also. Wenn ihr das Abenteuer spielt, nehmt einen mit in den Exorzismus-Kram. Es wird nicht viel nützen. Also ich muss sagen, das mit dem Dolch hat mich auch überrascht, weil ich sammle eigentlich immer gerne irgendwelches Zeug Loot. Auf, was in Abenteuern irgendwo runterfällt. Genau, Loot! Aber ich hatte bisher noch nie so einen Backlash. Es ist so ein Extrem, weil, keine Ahnung, meistens ist das halt unbedeutendes Zeug. Und zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass das in Durium früher wirkungslos war. Weil ich auch die Chakra-Gar vorher nicht kannte. Und das war halt wirklich einfach so, okay, ich, ja, einfach rein aus der IT-Logik, so, ich kämpfe mit Walknochen und Steinen gegen Leute in Endurium-Rüstung. Nee! Versuchen wir mal so ein bisschen uns dem Level anzunähern, vielleicht funktioniert das. Und dann schrieb Koali mir im Privaten nach der Runde, ach ja, übrigens, du hast jetzt das und das und das. Und ich so, okay. Also die anderen Spieler wussten auch nichts davon, deswegen hat es die, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, dann, wo dann der Charakterwechsel war. Also die Regeln für den Gebrauch von den Chakra-Waffen ist tatsächlich auch ähnlich in diesem Abenteuer drin. Ich hab's ein bisschen verschärft, damit man das ein bisschen schneller auch sieht. Weil sonst könnte das irgendwie passieren, dass man das ganze Abenteuer damit rumzieht und dann die Auswirkungen erst danach irgendwie richtig zum Tragen kommen. Aber ich fand das so cooler, dass es direkt halt so krass wird auch. Das heißt, für alle dort draußen, die das noch spielen wollen und die sich das geholt haben und vielleicht irgendwann an die Filiasson-Saga denken, vielleicht könnt ihr es ja übertragen. Ja, also wenn eure Spieler sich nicht mit tonnenweise Endurium eindecken. Genau, also wenn eure Spieler in der Filiasson-Saga sich da mit Chakra-Gar Endurium eindecken, hat meine Filiasson-Grunde irgendwie nicht gemacht, aber ihr seid doch, ihr seid Chakra-Gar begegnet, aber. Ich wollte gerade fragen, das geht? Ja, also bei eurer überstürzten Flucht, also da irgendwas mitzunehmen, ist halt natürlich, ja. Ja, Hotney lobt auch nochmal, dass das mit dem Dolch ziemlich gut ausgespielt war. Und der Servulon schreibt auch, das mit dem Dolch man muss seine Spieler erziehen, nicht immer alles aufzuheben, sondern sich Gedanken zu machen, was hebe ich da eigentlich auf? Ist das Teil verzaubert, verflucht? Hey Magier, schau mal da drüber und so, ja. Und ich hab's noch gesagt. Ich würde es ja noch nicht mal sagen, erziehen, aber es ist halt, das ist halt eine direkte Konsequenz von dem, was da ist. Und die Chakra-Gar sind einfach in Aventurien halt eine Kraft oder eine Macht, die bis jetzt noch überhaupt nicht aufgetaucht ist. Das heißt, man hätte damit halt auch überhaupt nicht rechnen können. Und einfach, wenn der Magier da einmal drüber guckt, ich glaube auch nicht, dass der da viel erkannt hätte, weil dieses ganze Ding auch nicht magischen Ursprungs ist, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Ist halt eigentlich ein Götterfluch. Wir haben ja auch nicht drüber geguckt. Es wurde ja einfach das Gerücht in die Welt gesetzt, dass die Waffen per se verflucht sind, weil dunkler Nebel, schwarze Gestalten etc. pp., um halt das einfache Volk davon fernzuhalten und halt zu verhindern, dass sich alle diese Rüstungen und Dolche unter den Nagel reißen. Ja, ich hatte aber drüber geguckt. Hattest du dann, habe ich das vergessen? Also, ich hatte es mir angeschaut, habe nichts Magisches festgestellt, aber habe mich damit ja auch nicht zufrieden gegeben. Nachdem Rerion und ich das Erlebnis mit der Ratte hatten. Ja, deswegen, wie gesagt, für Lothir war das auch vollkommen klar. Sie haben Dämonen, sie haben Chimären. Und dann kam ja irgendwas von wegen Pardona und da klingelte ja ganz schwach was mit der Verbindung zum 13. Und dann war das Thema schon durch. Okay, das sind Streiter im gewissen Sinne für den namenlosen Gott. Das heißt, definitiv nichts berühren, was von denen ist, weil es gegen die 12. So einfach, selbst wenn nichts wäre. Ja. Zum Thema Spieler erziehen würde mir noch einfallen, ich denke, je nach Erfahrungsgrad der Spieler wissen die das, aber es geht halt ja nicht darum, was der Spieler weiß, sondern was der Charakter in der Situation XY tun würde. Bedeutet, ich habe diesen Dolch aufgehoben und
hab dann die Konsequenz gehabt und es wäre jetzt kacke gewesen, wenn ich einfach gesagt hätte, nee, irgendwie nicht, finde ich doof. Bei der nächsten Gelegenheit versuche ich mich von diesem Ding zu trennen, weil ich es einfach weiß, obwohl mein Charakter davon nichts mitbekommt. Also ich finde, daraus hat sich ja auch jede Menge ergeben. Mhm. Und deswegen ist meine Philosophie da immer so ein bisschen, man muss auch Holzwege zu Ende gehen. Ich hätte den Charakter auch abgelegt. Also wenn die da gestorben wäre in dieser einen Folge, wo die so schön betitelt ist mit Was ist bloß mit Ikayo los? Wenn ihr beschlossen hättet, Ikayo umzubringen, dann ja. Ich konsequent, genau. Sevillion schreibt irgendwie Spieler erziehen. Er hat die Dunkelelfen in der Phileason-Saga zu schwächlich dargestellt und irgendwie sein Magier mag die jetzt und hat sich irgendwie eine Dunkelelfe mit Ban-Baladin an sich gebunden und nutzt die als Sklavin. Oh, so in der okay. Art Game of Thrones Softcore-Porno. Ja, also lass das nicht den Jalte hören. Also ich finde, in der Phileason-Saga ist es aber schon ganz gut beschrieben eigentlich, dass die Chakragar, also die sind da noch nicht so krass wie jetzt hier, aber es ist halt auch noch ein paar Jahrzehnte bevor Klingende Nacht spielt, das muss man sich auch mal bedenken. Die Chakragar sind einfach in einem ganz anderen sozialen Umfeld in diesem Moment noch. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten und spoilern, aber die haben ihren Grund, warum sie jetzt also angreifen. Und während der Phileason-Saga sind die alle noch, die sind halt getrennt von der restlichen Welt und leben da in ihren Glasschlätten unter dem Meer, beziehungsweise im Himmelsturm. Und ja, man kann die dazu schwach darstellen. Ich habe halt den Weg in der Phileason-Kampagne gewählt, die relativ, also fast gar nicht auftauchen zu lassen. Also ihr habt die irgendwie ganz kurz mal gesehen und dann halt als Horde hinter euch herlaufen sehen. Da waren das Bedrohungsgefühl schon noch da. Und was das mit dem Ban-Baladin an sich binden, also das wäre für mich so eine Sache, sowas will ich nicht in der Gruppe haben. Einfach. Also allein für mich gehört es sich nicht, dass ein Held einen anderen zwanghaft zu einem Sklaven macht. Das sind keine Helden für mich. Ja, es sei denn, er kommt aus der Anfang, dann wäre es für ihn normal. Aber auch da, also ich mag halt Helden. In DSA sollen für mich Helden sein und sollen auch, wenn man es in D&D ausdrückt, sollen die halt rechtschaffend sein, mehr oder weniger. Also zum Beispiel Kaio ist auch so ein bisschen, ne, so, Guter Gesinnung. Genau, in guter Gesinnung und sowas wie sich einen Sexsklaven irgendwie zu halten und dann noch per Ban-Baladin, also es ist ein bisschen plump. Also ein Ban-Baladin macht sowas auch nicht mit einem, würde ich sagen. Das ist ja Freundschaft und das ist auch, ja. Man merkt diese erzwungene Freundschaft auch. In einem gewissen Grad. Und der Spieler sowas häufiger macht, sonst kannst du den Spieß ja umdrehen, dass er eigentlich schon längst bezaubert ist und es gar nicht mitbekommen hat und es ihn nur mit ihm spielt und so tut, als ob und sich dann irgendwann rächt. Ja. Man könnte das wirklich ganz gut nutzen, indem die ganze Beziehung immer weiter so in das Sadomasische abdriftet. Und genau, Belkelel packt dann und irgendwie kommt und sowas. Also da würde ich im Sinne von Spieler erziehen mal gucken, ob man in diese Richtung irgendwas machen kann. Es ist halt, ja, es stimmt schon, mit den Helden sollen Helden sein. DSA gibt schurkischen Charakteren nicht wirklich sowas an die Hand, weil es dafür halt nicht gedacht ist. Du kannst natürlich theoretisch eine wirkliche Schurken-Hardcore-Söldner-Evil-Truppe auch bei DSA spielen, allerdings entzieht sich mir da völlig der Reiz. Selbst ein Chorgeweihter, den ich mal gespielt habe, war an sich irgendwo noch nett. Ja, warum sollten Chorgeweihte nicht nett sein? Also, außerhalb des Kampfes. Ja. Naja, wobei ich halt schon auch jetzt von dem, was ich immer an Erzählungen aus dem neuen Phileason-Roman, das ist keine Sicht auf Aventurien, die man unbedingt teilen muss. Ne? Also es scheint ja auch immer wieder auch Autoren zu geben, die das gänzlich anders sehen. Wie gesagt, naja, laut
den Autoren, ist ja Bernhard Henn ist ja mit der Chefherausgeber, glaube ich, gewesen von der ursprünglichen Filiasansaga und war auch, glaube ich, Miterfinder der Torvala überhaupt gewesen. Der hat die sich wirklich als Ikinger gedacht und nicht als diese weichgespülten Nordmänner, wie sie halt häufiger rüberkommen. Auf der anderen Seite kannst du es aber auch nicht hundertprozentig darstellen. Also es ist für mich eine Sache, ob man Gewalt und halt rohe Lebensweise darstellt, auch in einem Roman oder in einem Film, oder ob es so in die Richtung abdriftet, und das hatte ich beim Lesen der Phileas und Romane öfter, dass man so, also ich hatte so den Autor so geifernd vor Gesicht, als ich das, also so, das war so ein ganz unangenehmes Gefühl, das zu lesen. Mag sein, dass es auch beabsichtigt ist, dass das so sein soll, aber es war so total unangenehm, diese Worte und diese Darstellung irgendwie zu lesen. Es mag auch vielleicht zu prüde zu sein dafür oder keine Ahnung was, aber das gehörte für mich, solche Darstellungen, solche Sachen gehören für mich einfach nicht nach Aventurien. Und noch das Krasseste ist ja, dass das noch Protagonisten dann sind, die später als Identifikationsfiguren in einem Roman dienen. Das heißt, ich identifiziere mich mit einem Vergewaltiger. Und das, also das... Ja, es ist ja eine Jugendsünde, das kann ja allen passieren. Nein. Ja, das geht gar nicht. Also das ist... Also, das ist auch mein großer Kritikpunkt an der Romanreihe, weil das irgendwie, wenn das jetzt jemand in die Hand bekommt, zum Beispiel, keine Ahnung, ihr fangt an, irgendwie als Jugendliche DSA zu spielen oder so mit euren Freunden, und dann eure Mutter ist irgendwie begeisterter Romanleser und sagt, oh, ich lese jetzt mal den Roman dazu, das ist ja auch in der gleichen Welt, dann gucke ich mal, was mein Sohn da so bespielt. Aha, oho! Und das ist einfach ein ganz anderes Bild auf Aventurien, als das eigentliche Spiel vermittelt. Zumindest so, wie ich es kennengelernt und lieben gelernt habe. Und das ist das, was mich, glaube ich, so daran abschreckt an den ganzen Sachen. Ich meine, das ist jeder stellt das ja anders dar, aber an sich, DSA soll halt sehr offen, sehr freundlich, auch sehr hell sein. Ich zeige da halt immer gern Drakensang als Beispiel. Das hatte zwar auch düstere Stellen, aber so ist halt DSA, es ist halt, aber ich will deswegen gar nicht sagen, es ist weich oder so ein Fluffy-System oder eine Welt, weil darum geht's nicht. Es ist einfach so, dass die Welt halt noch relativ schön ist und auch sein soll, aber düstere Seiten hat und jeder kann entscheiden, ob er die bespielt oder nicht. Ja. Und das ist halt das Schöne daran, du wirst nicht gezwungen, diese Seiten zu spielen. Kannst auch an der Tobi Mora spielen. Ja. Und es ist halt im Regelwerk jetzt in der 5 auf jeden Fall so, dass auf jeden Fall, also ich habe mich beim Durchlesen halt auch gesehen, mit den Schicksalspunkten und so, es sind wirklich Helden. So, und für mich sind Helden einfach keine asozialen Volldeppen. Schon gar nicht. Du kannst eine düstere Vergangenheit haben, klar. Ja, aber dann auf diesem Weg jetzt. DSA ist ja auch eher halt ein Heldensetting. Das ist ja von der Aufmachung her, du kommst ja als Charakter in die Welt und möchtest Abenteuer erleben. Das ist ja, unterscheidet sich fundamental zum Beispiel von Vampire the Masquerade, wo du ja als Anti-Held geboren bist und auch dazu verdammt bist, sozusagen. Deswegen mag ich DSA eigentlich ganz gerne, weil da halt so vieles gegeben ist, weil man hat unterschiedliche Landstriche, unterschiedliche Kulturen und je nachdem, wo man ist, ist es anders. Und da hat man viel Potenzial. Ja. Und ich das ist, es gibt ja halt auch Dunkelheit in der Welt. Also es ist, so bei der Zerstörung von Friesow hat man das ja auch irgendwie mitgekriegt und irgendwie auch Zweifel und Tod und ja gut, irgendwie die ganze sexuelle Sache, die bespiele ich eh nie, von daher taucht das bei mir in den Welten halt auch nicht auf, wenn dann hinter zur Tür, wo es hingehört, meiner Meinung nach. Und wir hatten uns doch darauf geeinigt, das nicht zu machen. Und wenn man schon mal die Szene mit dem Dolch nimmt, die am Ende ja Ikayo ausgespielt hatte, selbst da haben wir dann alle gemerkt, so als Gruppe, so okay, das war jetzt krass so, aber das wollen wir auch nicht nochmal so haben. Ne? Jeder wird ja von anderen Sachen getriggert und manches weiß man ja auch vielleicht noch gar nicht. Ich habe halt
einfach gemerkt in ein paar verschiedenen Settings oder durch auch Serien. Also Leichen oder so Verstümmelungen bei Menschen tangieren mich nicht so, wie jetzt zum Beispiel Leichen von Hunden oder verstümmelte Tiere generell. Das triggert mich extrem, deswegen konnte ich auch bei Cthulhu bestimmte Abenteuer nicht weiterspielen. Und jeder ist da anders. Und man, das muss man auch Rücksicht nehmen. Man kann halt den Leuten noch nicht in den Kopf gucken. Es gibt, darum hatte ich, also ich habe mal eine Schwarze Lande-Kampagne angefangen. Darum habe ich halt vorher gefragt, gibt es Sachen, die ihr nicht, die ich nicht erwähnen soll oder die ich nicht beschreiben soll? Sprich eben entweder nach Oron gehen, Vergewaltigung, Erniedrigung, SM oder solche Geschichten, das, weil das muss man dann vorher abklären. Ja, der Sevolon schreibt auch gerade noch irgendwie von seiner Vampire-Runde, die auch irgendwie anscheinend sehr, sehr strange ist. Und ich kann euch nur raten, also Sevolon, falls dich das stört als Spieler, sprich das an in deiner Runde. Also das muss nicht einfach so passieren. Also ich finde, das ist auch in der neuen Vampire V5, ist das auch im Regelwerk richtig beschrieben. Ich glaube, andere Systeme machen das auch. Aber da ist es mir jetzt halt aufgefallen, weil ich es das erste Mal, glaube ich, so in dieser Krassheit auch gelesen habe, als richtigen Regelparagraphenabschnitt, dass ihr euch als Gruppe, bevor ihr spielt, zusammensetzt und sagt, so sieht unser Setting aus, das wollen wir bespielen, das und das darf vorkommen und das darf eben nicht vorkommen. Und das ist der sogenannte, also das taucht ja überall schon in der Rollenspielszene auf, das gibt's ja schon lange, das ist der sogenannte Gruppenvertrag und das ist so, so wichtig, damit eine Gruppe funktioniert. Und Sevolon, falls du da irgendwie Sachen hast, bitte thematisier das und ich meine, es gibt Gruppen, die haben damit keinen Vertrag und die mögen das und die spielen auch gerne so damit. Lass die Spaß haben, aber sobald nur einer in der Gruppe ist, der damit ein Problem hat, gehört sich das nicht. Finde ich. Als ich mit Vampire angefangen hatte, das war kurz nach DSA, ich war so fluffiges DSA gewohnt, DSA 2 damals noch, und dann kam Vampire unter dem Spielleiter. Ich hatte nur zweimal unter dem gespielt und sag mal so, da ist Game of Thrones ein Kindergarten, so wie er leitet. Und das bei Vampire, das war also auf der totalen Erniedrigung und ich mache euch alle fertig und ihr seid Dreckschiene. Das hat mir sehr lange den Spaß an Vampire vergrätzt, bis ich es halt selber geleitet habe und es mir mal ordentlich durchgelesen habe. Ich gesagt habe, so, das will ich nicht mehr in dieser Art. Ja. Entweder wir spielen dann gemäßigt oder ich spiele mit euch nicht mehr mit Feierabend. Ja, Sevolon, je mehr Beispiele du hier schreibst, desto eigenartiger finde ich deine Gruppe. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber wenn du schon von deinem Spielleiter sagst, dass er dir was wegnehmen will, dann ist da irgendwas ganz, ganz schief gelaufen. Irgendwie ist es so. Ja, tut mir echt leid dafür. Also spiel doch lieber mal mit Leuten hier vom Pol. Da habe ich sowas sehr selten erlebt, dass man sowas macht, dass man gegeneinander spielt und so. Generell hilft immer ein Gespräch. Ja. Egal, ob es jetzt ein schwieriger Leiter ist oder schwierige Spieler oder Mitspieler. Sowas macht ja auch das Spiel kaputt. Das macht ja dann irgendwann keinen Spaß mehr, wenn man immer das Gefühl hat, man spielt nicht miteinander, sondern gegeneinander. Auch das gibt es, dass Leute das mögen. Aber ja, wie gesagt, sobald einer dabei sitzt, der das nicht mag, ist das... Früher gab es ja auch bestimmt schon fast Klischee-Bereiche. So, ne? Man hatte halt immer, ich weiß, dass Vampire eine ganze Zeit lang verschrien war, als halt dieses typische, wir sind alle böse Grufti-System, das nur Ghost gespielt haben irgendwie. Und DSA haben nur eichgespülte so Muttersöhnchen gespielt, so ungefähr, weil das ja so fluffig ist und so bunt. Ja, das ist... Die Klischees gab es wirklich und die haben sich sehr lange gehalten. Aber es stimmt. War denn da mit Cthulhu alles Geistesgestörte? Das ist auch nie. Das gab es damals noch nicht zu meiner Zeit, glaube ich. Also, gerade Cthulhu, die Geschichte erzähle ich auch gerne, war für mich irgendwie, als ich das in meinem Studium das erste Mal gespielt habe, irgendwie auch so eine Erleuchtung. Also irgendwie so ein total anderes Ding.
Das Einzige, was ich kannte, war halt DSA, also klar. Und ich habe früher auch irgendwie auch geminmaxed, was das angeht. Und DSA 4 auch noch irgendwie schön so gucken, wo kriegt man den letzten GP noch raus und so. Und dann habe ich auch Vampire gespielt mit dem Pöller als Leiter, da so habe ich Vampire kennengelernt. Das war schon anders, aber da konnte man das auch noch machen. So, okay, die Runde war auch drauf angelegt. Ja, genau. Und dann habe ich auch mit bestimmten Leuten, der Pölle wird sich daran erinnern, auch die auch da mit uns Vampire gespielt haben, mit jemand anderem Cthulhu gespielt. Und dann fing das nämlich auch an. Dann hat man sich zusammengesetzt und dann sagt, wo kriegen wir den letzten Punkt raus? Und da, das müssen wir noch steigern. Und wenn du das und das machst, mache ich das. Und dann haben wir ein Kombo und so, ne? Und ja, und der Spielleiter saß daneben und hat so, ja, mach mal. Und dann hat dann einer gesagt, ich will eine abgesägte Schrotflinte und ich möchte damit so und so schießen können und so und dann um die Ecke und so, ne? Und dann, ja, mach. Klar. Und ich saß dabei so, scheiße, was erlaubt er uns alles, ne? Und dann, ja, ich will eine Granate mitnehmen und das und das und das. Und dann, ja, mach. Und dann haben wir die erste Session gespielt, so, und dann ging es so ab und ist alles, was wir hatten, abgefeuert und sonst, und es hat einfach nichts gebracht, weil man gegen das kosmische Übel gekämpft hat. Ja. Am Ende hat dann der eine Charakter in der Gruppe überlebt, der als einziger irgendwie einfach, ich spiel mal irgendwas, gib mir einen Holzfäller. So. Das ist der einzige, der zwar verrückt, aber er ist lebend aus der ganzen Situation rausgekommen. Und das hat für mich so, es geht, man muss also das gar nicht machen. Und ich glaube, seit dieser Runde habe ich auch aufgehört, Charaktere zu minmaxen und habe ein bisschen mehr auch geguckt, was man noch anders bespielen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Wendepunkt in meiner Rollenspielkarriere, würde ich das mal fast sagen. Auch gerade wenn man mit Neulingen spielt oder in einem neuen System ist und man selber als Spielleiter oder auch ein Spieler kennt das sehr gut, sollte man sich auch mit den Leuten zusammensetzen, wenn die ein Konzept haben und gucken, wie man das vielleicht noch in die Geschichte mit einbindet oder einbinden kann und was vielleicht, was man wissen sollte und was nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel bei DSA, wenn man viel Wert auf Fluff legt, auf Hintergrundwissen etc., weil davon lebt es halt irgendwo schon, dann... Und man aber selber noch nie DSA gespielt hat und keine Lust, sich in 40 Seiten einzulesen, dann sollte man vielleicht erstmal davon absehen, was zu spielen, als das wissen muss. Es sei denn, der Spielleiter ist bereit, da ständig halt nachzuschieben. Aber es ist halt irgendwie, also für mich zumindest ist das irgendwie ein blödes Gefühl, wenn ich als Spieler immer, ja klar, SL, ja, das und das. Und dann 5 Minuten später, SL, ja, das und das. Das ist halt auch irgendwie. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass der Rerion jetzt ja auch so ein wandelndes DSA-Lexikon zu sein scheint. Ja? Also du weißt noch mal 1000 Sachen mehr als ich weiß. Ich behaupte von mir, dass ich die Welt schon halbwegs vernünftig kenne. Aber du bist ja noch mal auf einem komplett anderen Level. Und das ist auch eigentlich, ich finde das für die Runde halt auch total schön, weil man sicher sein kann, wenn man dich anspielt, dass du dann irgendwie solche Sachen auch reinbringen kannst. Und das bereichert so eine Gruppe einfach, das macht die Welt für mich ein bisschen lebendiger, wenn halt der Charakter selbst in dieser Welt halt irgendwie Wissen vermitteln kann. Das ist auch zum Beispiel, wo wir bei Mischka zusammen gespielt haben, die Szene auf der Schifffahrt nach Belhanka, wo er quasi die gesamte Geschichte Aventuriens einmal so im Schnelldurchlauf so einmal kurz erzählt und so. Und solche Sachen sind einfach auch mal ganz schön. Aber dafür muss man halt auch Leiter am Tisch haben, die das auch können. Und ihr müsst das nicht können. Ihr könnt auch DSA auf einem anderen Level spielen. Aber wenn ihr zum Beispiel jemanden habt wie Rerion, der da mitspielen will, damit der Rerion da richtig mega fett drin ist und Spaß hat, dann möchte der das auch rauslassen, was er weiß. Und dann ist halt wahrscheinlich so eine Gruppe, wo alle überhaupt nicht Bescheid wissen, für ihn wahrscheinlich nicht so prickelnd wie eine andere Runde. Ne? Da würde ich dann eher Spiel leiten. Genau, das ist dann die Alternative. Ja. Genau, und dann kannst du es den anderen Leuten beibringen. Und den armen Spieler vom Magier totschwallern. So, wir haben immer noch hier Fragen zur Runde generell. Der Hotney fragt, wie sind denn eure Charaktere für Klingende Nacht zustande gekommen? Waren sie eure erste Wahl oder hattet ihr alternative Ideen?
Oh Gott, macht ihr jetzt mal. Völle fang an, du hast zu wenig gesagt. Juhu! Also ich, ich habe interessanterweise ist das ja eigentlich mein zweiter DSA-Charakter, aber den ersten, den ich so wirklich, wo ich so wirklich frei aussuchen konnte. Mein erster Charakter war ja durch die Filiason-Kampagne war für mich klar, ich möchte Torvaler spielen. Und jetzt gerade für Klingen der Nacht, ich wusste nur, es geht Richtung Norden. Und dass du kämpfen musst. Dass ich kämpfen können muss. Und ich habe einfach das Magieregelbuch durchgeblättert und habe mir den Charakter rausgenommen. Also erstmal so die, dann war es eine Magierakademie, wo ich mir gedacht habe, da fühle ich mich im Norden mit wohl. Und da kann ich wirklich auch Interesse am Norden mit zeigen. Und es hat sich dann immer weiter in diese elfische Richtung. Waren für dich automatisch die ganzen Akademien aus dem Süden tabu? Nee, nicht automatisch. Also mir war halt klar, ich will keinen primären Kämpfer spielen. Aber sonst hatte ich eigentlich überhaupt keine Anforderungen. Ich habe das wirklich durchgeblättert und das passte irgendwie. Mhm. Ich weiß noch, dass wir uns zusammengesetzt hatten und noch irgendwie deine Reiseroute in den Norden noch geplant haben und so. Ne? Ja. Und ein bisschen noch die Geschichte von Lowang und mit dem, weil du noch mit DSA 5, mit der neuen Geschichtsentwicklung noch nicht so viel wusstest, irgendwie, dass wir gucken, Lowang hat ja schon einen besonderen State und ist halt als Magierakademie ja auch in keinem der drei Zirkel halt mehr involviert und so, ne? Doch, die ist grau. Ich meine, die werden. Also verwechsel ich die gerade. Ich meine, die werden ausgetreten. Also, gibt es eine graue und eine schwarze Akademie? Ich meine, die werden ausgetreten. Ich muss mir das, glaube ich, nochmal gucken. Oder ich verwechsel da gerade irgendwas. Quatsch, das war bei Michael, bei Maikes Charakter. Ethana ist ausgetreten, aus der Weißen Gilde. Und Donnerbach ist ausgetreten. Donnerbach? Ja, ich habe verwechselt. Ja. Also gut, dann war das bei Maike so. Aber ich weiß noch, wie wir die Reiseroute geplant haben. Und quasi dein Status in den Norden auch als Charakter, der eigentlich mit diesem tiefen Eis- und Schneelandschaft irgendwie gar nicht so viel einfangen kann. Und das bereichert auch irgendwie ganz schön die Gruppe. Das hat mich ganz gefreut, dass du so einen Charakter genommen hast. Ja, wie viel Hintergrund hat Goswin denn? Fragt der Hotman. Ja, also ich bin ja immer überrascht, wie unglaublich viel Hintergrund Loti hat. Deswegen habe ich gerade das Gefühl, dass Goswin gar nichts hat. Allerdings ist dem nicht so. Ich hab mir eine Familiengeschichte ausgedacht, die auch durchaus durch andere Kampagnen noch tragen würde. Goswins Mutter zum Beispiel ist noch aufsuchbar. Goswins Vater hätte sogar Potenzial, irgendwann mal aufzutauchen. Ich hab mir das Akademieleben angeguckt. Also es gibt viele, viele Ideen, die natürlich jetzt gerade alle keinen Anknüpfungspunkt finden, weil wir durch die Eiswüste marschieren. Genau. Und da ist dann halt vor allem das Interesse an der Schneeeule jetzt gerade ganz stark und das Mitgerissenwerden in diesen ziemlich heftigen Ereignissen. Je nachdem, wie es läuft, besuche ich vielleicht mal den Süden mit die Kaiju. Schauen wir mal die ganzen Leute da an. Alle so komisch. Ja, ich mache einfach weiter, wenn es dir passt, Rerion. Wie bin ich auf die Kaiju gekommen? Ich bin immer so jemand, wenn man mich fragt, ob ich in der Runde bin, dann frage ich immer so, ja klar, wer spielt mit? Dann kriege ich, wer spielt mit? Okay, und was haben wir denn schon? Und dann kriege ich immer so, ja, hier von da und da und da und da und der macht das und das und das und das. Und dann denke ich, und dann frage ich immer so, okay, haben wir denn das Gefühl, wir sind irgendwie balanced? Oder haben wir das Gefühl, uns fehlt noch irgendwie was ganz Spezielles, weil ich überhaupt kein Problem damit habe, irgendwie
bestimmte Positionen auszufüllen, die halt irgendwie dringend noch benötigt werden, weil da kriegt man interessante Charakterkonzepte raus. Das ist, Nischencharaktere sind lustig. Und für diese Gruppe war es dann, als der Koali auf mich zukam, wir brauchen noch irgendwas Soziales. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her überlegt und er hat mir dann irgendwann vorgeschlagen, dass ich einen Streuner spielen könnte. Und da ich irgendwas aus dem Norden spielen wollte, irgendwas Ortsansässiges, ist es dann eine Nibesin geworden, und zwar Ikayo. Und dann habe ich den Charakter so ein bisschen breit gefächert aufgebaut, halt gut in sozialen Sachen, Leute bequatschen, Leute betören mit ihrem Hund und ansonsten so ein bisschen auf halt Norden überleben getrimmt. Also Iglubau, Hundeschlitten fahren, angeln, Pferdensuche, Sternorientierung und alles Mögliche. Und dachte mir, wird schon. Ja! Und dann kam die Schakaga aus dem Dunkel und ich dachte mir so, verdammt! Du hast dein Jagdspeer und deine Steine, das wird schon irgendwie. Nur frohen Mutes, immer voran. Ja, und ich lebe noch. Also irgendwas scheint funktioniert zu haben. Ja. Nee, ich betöre Leute nicht mit meinem Hund. Honede. Aber es gibt ja Leute, die springen auf Menschen an und es gibt Leute, die springen auf süße Tiere an. Ne? Bedeutet, entweder schicke ich mich vor oder ich schicke meinen Hund vor. Man braucht ja immer etwas, worüber man ins Gespräch kommen kann, damit man Leuten Informationen entlocken kann oder, keine Ahnung, ihnen das Geld aus der Tasche zieht. Man braucht ja immer eine gemeinsame Grundlage und Hunde sind da eigentlich, gerade im Norden, eine gute Basis. Du solltest lernen, wie man sich in einen Hund verwandelt. Ich sollte lernen, wie man sich in einen Hund verwandelt. Ja, dafür müsste ich magisch sein. Das Problem ist, Ikayo ist so magisch wie Ilvas rechter Stiefel. Hey, also, wer weiß, ob Ilvas rechter Stiefel nicht total magisch ist. Also wenn er das ist, dann, keine Ahnung. Dann lernt Ikayo, wie man sich in einen Hund verwandelt. Ja. Ja. Ja, und ihr müsst mal kurz ein bisschen weiterreden. Ich muss hier mal das, was mir liegt. Ich muss hier die Sachen mal gerade ein bisschen neu regeln, dass ihr wieder zu sehen seid. Goswin kann sich doch in einen Hund verwandeln, wird dann zum Betören vorgeschickt. Ich glaube, wenn Goswin sich in einen Hund verwandeln würde, würde Ikayo ihn direkt noch viel netter finden. Hunde kann man knuddeln. Wie viel Hintergrund hat denn Ikayo? Wie viel Hintergrund hat denn Ikayo, um auch mal dieselbe Frage zu stellen? So semi. Ich mache immer so eine Mischung aus Improvisation und ein paar Eckdaten. So als Eckdaten war angedacht, dass sie halt Lothir kennt von klein auf. Mhm. Dass der sie so ein bisschen mit großgezogen hat, als junger Novizepriester, was auch immer er damals war. Dass sie so zwischen Frisov und den Jagdgebieten ihres Stammes groß geworden ist, dass ihr Vater noch lebt, dass sie immer schon gut mit Tieren konnte, immer schon dafür bekannt war, ihre Ohren überall zu haben, auch da, wo sie vielleicht nicht sein sollten, und dass sie sehr gesprächig war. Und vom Charakter habe ich dann einfach geguckt, ja, wie es sich im ersten Moment richtig angefühlt hat. Halt, wie die Reaktionen kommen. Und ja, so wurde daraus dieser lebhafte Teufelsbraten. Ich hatte halt ein Bild und als ich die Hintergrundgeschichte geschrieben habe, ich hab so ein, zwei Schreiblieder, die ruhig, belebt und anders sind. Ja. Also Hintergrund so semi und der Rest entwickelt sich. Ja. So, jetzt habe ich den Chat ein bisschen aus den Augen verloren. Haben wir denn noch irgendwas an Nachfragen? Mal hier zack. Mal kurz den Übergang machen. Oh, den wollte ich machen. So. Ja, das ist
Im Hintergrund der Gosmenreich, das letzte, was ich mitbekommen habe. Als Spielleiter verschenke ich keine Pferde und wenn ich sage, Zuggaul kostet 40 Dukaten, dann kostet der 40 Dukaten. Ja, mir ist das Wurst, ob meine Spieler Pferde haben. Also, warum verschenkt man denn keine Pferde? Lass sie doch Pferde haben, wenn sie das wollen. Und dann, also so ein Pferd kann halt auch echt ein schönes Gimmick sein, was auch irgendwie die Gruppe irgendwie auch weiterbringt. Irgendwie, also... Habe ich eine Anekdote zu aus einer anderen Runde, war keine DSA-Runde, war Savage World und wir hatten eine total chaotische Runde und irgendwie konnte sich niemand so richtig leiden, aber es gab diesen einen betrunkenen Wandermagier und der hatte einen Esel und wir wurden von Pflanzenzombies angegriffen und die haben diesen Esel fast umgebracht und plötzlich hatten wir ein Ziel, wir mussten unseren Esel A retten und B rächen und dann haben wir die auseinandergenommen, das war dann nicht mehr schön, also wir haben wirklich fast alles getan, um diesen blöden Esel zu retten. Mhm. Ja. Ja, das war sehr gruppenfördernd. Der Sevulian schreibt gerade noch, er hätte das beschrieben oben, dass deine Charaktere irgendwie alles haben wollen, aber kein Geld dafür haben. Also wenn dein Charakter kein Geld hat und er möchte aber unbedingt ein Pferd haben, dann rede mit ihm, mach eine Konversation mit ihm und frag ihn einfach, wie zur Hölle ist der an ein Pferd gekommen? Und lass dir das erklären. Und wenn der Spieler dir das plausibel erklären kann, dann steht für mich als Spielleiter kein Problem da drin, einfach auch zu sagen, dann hat der halt ein Pferd, obwohl er battlearm ist. Vielleicht ist es das Einzige, was er noch hat oder so. Vor allen Dingen kann sich da auch noch ein weiterer Plot raus entwickeln, wenn er halt zum Beispiel sagt, ja, keine Ahnung, ich hab's gestohlen. Ah, hast du das? Ja. Und schon ist ein ziemlich böser Plot da. Richtig, schön. Das ist genau die Sache, die die Runden dann auch weiterbringt. Ja. Also bei mir ist das so mit Lothir, hey, um das mal abzurunden. Wenn ich von einer Runde höre, ich spoilere mich grundsätzlich nicht, selbst wenn ich das Abenteuer kenne, lese ich es nicht nochmal nach und versuche mich auch nicht bewusst an bestimmte Sachen zu erinnern. Ich habe von Klingen der Nacht den Klappentext gelesen und wusste, Chakra. Und dann sprudelten schon die Ideen aus meinem Kopf, also ungefähr ein halbes Dutzend spontan. Bin halt ein Freak. Nicht mehr Freak als wir alle anderen auch. Es war so, ich schreibe mir die ganzen Ideen, die ich habe, auf und streiche dann Stück für Stück weg, wenn es beim zweiten Gedanken nicht mehr passt. Ich hatte drei Charaktere in der Überlegung gehabt. Das eine war halt ein Firnelf. Für einen elfischer Kämpfer, da dachte ich mir aber, okay, das ist jemand, der sich nie zurückziehen würde und ich weiß nicht, wie sowas gestrickt ist und ich möchte ihn ungern im ersten Scharmützel verlieren. Das andere war dann ein vom Glauben abgefallener Rondra-Geweihter, den ich noch im Petto hatte, aber der irgendwie von der Ausgestaltung her nicht so richtig funktioniert und im Nachhinein haben wir ja quasi sowas als NSC. Ich würde gerade sagen, da hätten wir zwei gehabt. Und dann habe ich überlegt, okay, Norden, ja, Stammesgegner, haben wir schon. Okay. Ich habe noch nie einen Ifirn-Geweihten gespielt. So, dann habe ich mir die nach 5 Mal angeguckt und fand die Idee mit diesem Mantel so genial und mit den Knuddel-Liturgien. Also ich dann halt gesagt habe, okay, alles klar, dann spiele ich ihn Ifirn-Geweihten. Okay, und dann hatte ich direkt so ein Bild vor Augen zum Thema Knuddeln, so einen riesigen, bärenhaften Kerl. Und ja, dann war das eigentlich grundsätzlich schon geboren, die Idee. Was den Hintergrund betrifft, ich meine, ich hätte ungefähr 1 oder 2 Seiten gehabt, die ich geschrieben habe. Was allerdings auch relativ grob ist. Also ich habe das so gemacht, dass Lothir quasi ein Waisenkind ist, da gefunden wurde mit nichts weiter als in so einem Korb mit Schwanenfedern bedeckt. Und er weiß selber nicht genau, woher er kommt. Und er hatte ein paar Erfahrungen gemacht während seiner Weihe und Lothir ist davon überzeugt, dass er das
er direkt von Ithern berührt worden ist. Ob das so ist, man weiß es nicht. Und als ich dann einen Abend nicht konnte und die anderen gespielt haben, da hat mich Guardi gefragt, so, was ich in der Zwischenzeit vielleicht gemacht habe. Und dann kam ich ihm spontan drauf, was noch fehlt bei Lothir. Eine tragische Liebesgeschichte. Und dann entstand Nirala. Ja, das ist auch echt ein schönes Gimmick, irgendwie, dass du dann irgendwie, ich habe dich ja irgendwie gefragt, so irgendwie, hast du eine Idee, irgendwie, was du gemacht haben könntest in dem Dorf und so. Und dann da kam dann irgendwie direkt irgendwie die Frage, so, ja, kann ich denn so eine Liebesbeziehung oder sowas einbauen? Und so, und ich so, ja klar, super, passt super. Und gerade schlagt, wenn ihr sowas irgendwie im Kopf habt oder so, schlagt das euren Spielleiter mal vor. Weil es ist auch irgendwie, gerade die Sache mit Nirala macht auch irgendwie die ganze Geschichte um das Dorf Friesow irgendwie so ein bisschen noch tragischer, als es eh schon ist. Und ja. Ihr habt dann auch die Geschichte von Nirala so weit ausgearbeitet, dass man die sogar hätte spielen können als Charakter. Ja, das stimmt, ja. Also mitsamt, wie sie ihr Bein verloren hat und wie sie überhaupt in den Norden kommt und ja, genau. Wie sie sich kennengelernt haben, ja. Und das etwas schwierig. Und warum sie noch nicht den Travia-Bund geschlossen haben bisher, ja. Ja. Also diese Hochzeit, sollten wir das alle überleben, ausspielen müssen? Ja, ich hab das echt, also ich habe das vor, also dass wir diese Runde dann am Ende beschließen mit der letzten Szene, dass es dann im Travia-Tempel die Hochzeit. Gostin wird sich extra ein Schiff besorgen, ja, damit er der Kapitän ist, damit er die beiden verheiraten darf. Ja, es ist nur die Frage, ob vor Travia oder Ifern geheiratet wird oder dann vor Ifern, ne? Also es ist auch immer die Frage, was gerade da ist. Ne? Also, es ist, also in Frigorn ist glaube ich, weiß gar nicht, was ist in Frigorn? Ich denke mal, dass es, wenn, dann in Frigorn passieren wird. Wenn wir gerade nachgucken. Ja, zu Nirala nach Hause ist schwierig. Ja, da sieht es ziemlich mau aus in Frigorn. Da ist nämlich nur ein Firun-Schrein. Das heißt, nämlich unterm Strich ist Lothir der höchste Geweihte von Frigorn. Richtig, ja. Ja, das passt ja noch besser mit, dass er Ikario und so weiter halt kennt. Ja, klar. Er nimmt die ganzen Taufen vor und sowas im Namen von Ithern. Ja. Ja, ich fand das auch relativ gut, wie ihr dann irgendwie auch euch hintereinander ja auch irgendwie die Beziehungen auch ausgedacht und ausgespielt habt. Da steht der nächste DSA-Roman. Ja, vielleicht. Man müsste halt das mal schreiben. Und ja, also noch zu dem, viele fanden ja das Gebet auch sehr schön. Das ist halt, ich liebe sowas halt einfach so einzubauen, so wenn ich Geweihte spiele. Nach vier gab es feste Liturgie mit einem bestimmten Text, der aufgesagt werden musste. Ich fand den meistens todlangweilig. Seit DSA 3 gibt es auch feste Zauberformeln für jeden Zauber. Ja, und dann ändere ich die halt gerne ab. Vor allen Dingen, so wenn ich halt bei einer Liturgie keinen bestimmten Effekt haben will, sondern einfach nur der Gottheit was erzählen, was wiedergeben möchte, mich bedanken möchte. Und Ithern ist ja so nah den Menschen, wie eine Gottheit, denke ich, nur sein kann. Es gibt, glaube ich, außer vielleicht Piraine und Travia oder Zar, keine Gottheit, die näher dran ist. Mhm. Und da aber Ithern für Lothir jetzt nicht so eine riesige Gottheit ist, sondern quasi nur eine ältere Freundin, wenn man so will, also so sieht er das halt, kann man da auch mal ein bisschen einfach reden. So. Ja. Das ist auf jeden Fall irgendwie, ich meine, das gehört ja auch irgendwie ein bisschen Mut dazu, weil es ist nur was anderes, sich einen Charakter auszudenken, den dann zu spielen. Aber du hast ja jetzt ja quasi die Nirala ja auch ausgedacht und hast die dann quasi komplett in mein Spiel halt gegeben. Du hast mir quasi ein NSC gebaut und jetzt muss ich den spielen und ich frag dich ja nicht vorher, die macht das so oder so oder so oder so,
sondern die ist halt so, wie ich mir die jetzt vorstelle, halt mit deinem Hintergrund und das können auch nicht alle, also das ist so. Ich hatte ja auch nur so zwei, drei kurze Flipser rein mit irgendwie Stolz und kriegerisch noch und aber ist sie denn so, wie du sie sich die vorstellst? Also, oder? Ja, schon. Ja. Gut, dann ist das ja schon mal ganz geglückt. Also merkt euch, wenn ihr mich in euren Runden haben wollt, ich mache euch mit einem Hintergrund fertig. Ja, also der Pölle kann das auch ziemlich gut, ja. Genau, und der Sentriel schreibt auch, in der letzten Session ging das ja auch schon. Küssi, küssi, küssi. Da geht was. Ich habe so auf eine Blitzhochzeit gepocht, ja? Ja, in nee. In der, bevor wir aufgegangen, ich so, jetzt heirate sie endlich! Also ich denke, falls ihr das Abenteuer besteht, und dann ist das auch ein schönes Ende. Also das ist, da können wir ja drauf hinarbeiten. Also da können wir uns ja, muss ich mir noch ein bisschen was anlesen, wie so eine Hochzeit überhaupt funktioniert. Habe ich immer gar keine Ahnung von. Oder vielleicht der Drerion hat das bestimmt eine Ahnung von. Aber ich müsste es mir anlesen. Ich weiß nicht, wie eine umbrianische Hochzeit in Weiden abläuft. Oh. Ja, die ist, ja. Mit Schmiss? Naja, also es gab doch mal die Beschreibung, zwei Ondra-Geweihte heiraten. Und zwar ist das so, dass die halt normal ihr Essen erst machen, nur man kennt das ja ganz normal, Brautessen. Dann werden die Tische freigeräumt und die fangen an, sich zu prügeln. Bis halt zum ersten Blut. Und dann werden beide johlend und jauchzend ins Schlafzimmer getragen. Man gibt ihnen eine Stunde Zeit, sich kennenzulernen, und dann holt man die wieder raus, egal in welchem Zustand sie sind. Ja, Hotney, es gibt faule SLs, aber ich bin auch ein fauler SL. Mal gucken, was ich da mache. Vielleicht denke ich mir auch einfach aus, wie so eine Hochzeit aussieht. Ohne mir was durchzulesen. Letztendlich ist eine Hochzeit ganz platt nichts weiter als ein großer Eidsegen. Also, das ist halt das Grundgerüst, aber die Worte sind bei jeder Gottheit, bei jedem Priester anders. Das heißt, du hast die freie Wahl zu sagen, so ist das. Man macht das nur ein bisschen abhängig davon, welche Gottheit das ist, dann sind so zwei, drei Sachen mehr drin. So bei Hesinde wird Wissen erwähnt und gegenseitiges Lernen. Ja. Bei Travia Treue wird extrem betont. Bei Ithirn nett zueinander sein, Hilfsbereitschaft. Vielleicht Gemeinschaft? Gemeinschaftssinn. Servulon. Im Norden muss man ja auf sich aufpassen. Servulon fragt gerade, ob Ithirn gleich Firun ist. Nein. Ithirn ist die Tochter des Firun. Ist die einzige Wesenheit, die den Zorn dieses stürmischen Nordgottes eindämmen kann. Und ist quasi, also Firun ist ja ein ganz, ganz stoischer, ganz harter und ganz, also wenn du es dir wie den Winter vorstellst, ja, der im Norden ja ewig vorherrschend ist, ist Firun quasi der bedrohliche, böse, harte Winter, der kommt, aber auch wieder geht, und der Gott der Jagd. Und Ithirn dagegen symbolisiert ein bisschen auch die schönen Sachen am Winter irgendwie, ne? Also das Schneemann bauen und so. ja. Darum hatte ich halt in dem Gebet auch gesagt, dass Ithirn ist wie das Knistern von frischem Schnee. Ja. Also Firun ist jetzt auch nicht ein böser Gott oder so, aber der ist halt knallhart. Er ist knallhart, ja. Und es ist auch nicht umsonst der Kult in Aventurien, der am wenigsten verehrt wird. Und gerade wenn wir jetzt in DSA 5 uns angucken, da ist gerade ja die ganze Reihenfolge und die Machtstruktur unter den alvaranischen Gottheiten sowieso ein bisschen gerade so im Wandel. Und gerade Ithirn läuft dem Firun im Norden auch ziemlich die Anhängerschaft ab, weil einfach die Leute sich eher an Ithirn wenden, weil die einfach zugänglicher ist, als an Firun. Und da muss der Vater wohl ein bisschen mit seiner Tochter ringen, also auf alveranischer Ebene. Also ich finde diesen Kampf um Macht unter den Göttern in dieser Zeit von DSA 5 ziemlich interessant auch.
Und ich finde, das sieht man auch an dem Geweihtentum von Lothir, kann man das gut ausspielen. Ich glaube, Lothir ist auch als Charakter auch ein Geweihter, wenn ich dem begegnen würde im Aventurien, dem ich wohl eher irgendwie zugänglich bin, als wenn ich da jetzt einen Firun-Geweihten habe, der irgendwie... Ja, also alles schon. Ich habe auch schon Firun-Geweihte in der Gruppe gehabt. Die sind dann meistens genauso auf einer Stufe wie die schweigenden Boron-Geweihten. Also das ist sehr schwer zu spielen. Und ja. Aber ich fand das auch total interessant, dass der Rerion sich diesen Halbgott-Geweihten auch ausgesucht hat. Einfach auch mal zu sehen, wie in DSA 5 die Halbgott-Geweihten sich auch schlagen. Weil in DSA 4 war es ja so, dass Halbgott-Geweihte einfach konnten nix. So. Die hast du für einen Fluff gespielt. Genau, ja. Kann man auch machen, aber ich bin auch immer der Meinung, ein bisschen was sollte man auch können. So. Und das war immer so ein bisschen traurig, die anzugucken, so auf dem Papier. So, guckt mal den Krieger dagegen an und jetzt den Grondra-Geweihten. Ach Gott, ja. Ne? Und das ist eine der Sachen, die mir in DSA 5 gut gefallen ist, dass man sowas halt auch eher mal auch von den Werten her auch gut spielen kann. Und es repräsentiert halt auch einfach, wie ich ja eben schon sagte, diese Zeit, diese Zwischenzeit, die es ja gerade gibt, dieses Machtgefüge, dass alle Götter langsam wieder um Macht buhlen und um Glaubensstrukturen und so. Warum soll da ein Halbgott oder ein neuer aufstrebender Gott jetzt nicht irgendwie auch mächtiger sein und vielleicht auch seinen Leuten, seinen Anhängern auch genug Karma-Kraft auch geben können, damit sie auch ihre Wunder auch wirken können? Und ich finde diese Zeit einfach auch spannend, in der DSA 5 spielt. Ich habe halt zwar ein bisschen gehadert wegen den Liturgien von Ifern, aber man muss sich halt von dem Gedanken verabschieden, dass man so voll die Sachen reißt. Ja, weil dafür ist Ifern halt einfach nicht da. Die ist halt einfach die warme, freundliche, hilfsbereite Seite des Winters. Das warme Lagerfeuer, die ist halt einfach nett zu Mensch und Tier. Und wenn man halt drüber nachdenkt mit der Fähigkeit, wie ich das halt schon bei Auswind gemacht habe, einfach, ganz blöd gesagt, die Kältestufe zu entfernen, weil ich das halt immer blöd finde, das so zu sagen. Es ist halt, es wird wieder warm. Ja. Das ist einfach eine super tolle Fluff-Fähigkeit, die man dadurch hat. Aber zum anderen ist es auch ein schönes Zeichen einfach, was man machen kann. Du nimmst jemand in den Arm und der friert nicht mehr. Ja. Ifian Travia 2.0, nee, Travia ist noch anders. Also Travia ist ist ja die Göttin des Herdfeuers und der Heimheit, also der inneren Vertrautheit der Familie und so weiter. Das ist Ifian nicht so. Also Ifian ist schon ein Gott für den Norden, für den Schnee und fürs Eis und für die Jagd auch. Aber halt auf einem sehr zugänglichen Gebiet. Mhm. Ja. Also Ifern im Gegensatz halt auch so Firun. Firun ist halt dafür da, dass du einfach abhärtest und so hart wirst wie Eis. Mhm. Und Ifern ist halt auch dafür, dass du über deine Grenzen hinauswächst, dass man sich halt auch sportlichen Leistungen stellt, seinen Körper stellt und sich der Natur anpasst, aber seine Menschlichkeit dadurch nicht verliert. Genau. Und gerade für die Tiere ist sie halt wichtig. Und deswegen ist das Symbol ja halt auch der Schwan als quasi das Edelste der Gefieder, sag ich mal einfach. Savolon spricht noch was an, was ich irgendwie auch total schlimm finde. Irgendwie. Das fällt mir ständig auf, wenn ich irgendwie DSA-Runden sehe oder so. Die wird ja auch immer ein bisschen mehr gestreamt oder wenn man von Leuten hört. Praios-Geweihte. Praios ist ein bedrohlicher, böser Gott und Praios-Kirche ist das Schlimmste, was es in Aventurien gibt. Also erstmal trennen wir den Gott von seiner Kirche, denke ich. Das ist schon mal ganz wichtig, ja. Und auch der Praios-Kult ist in sich ganz stark nicht eins. Genau wie viele anderen Praios-Kirchen. Also, Goswin sagt es ja nicht umsonst ständig, er kommt aus Lovan, er weiß, was Praioten anstellen. Genau, also dass da ein paar Idioten an der Macht in dieser Kirche sind, in dieser Praios-Kirche sind, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich habe auch gerade bei dem Praios-Kloster
in Glynthaven ganz stark irgendwie, ich hoffe, das ist auch aufgefallen, ganz stark darauf geachtet, dass man Praios-Geweihte und ein Praios-Kloster einfach auch anders darstellen kann. Und dass auch der einfach Recht und Ordnung muss irgendwie muss gewahrt werden. Und im Endeffekt kann man sich das ein bisschen auch vorstellen, diese Bandstrahler sind halt schon sehr stark an die Inquisition angelehnt. Dass die Inquisition scheiße war von der realen Kirche, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber wenn man das ganz krass nimmt, also wir leben ja in Aventurien, also die Charaktere leben in einem Sphärenkonstrukt, was den Menschen bekannt ist, also halbwegs. Götter sind real. Und sie handeln und wandeln auf Dere. Und wenn du dann einen Praios-Diener hast, der eine Theophanie seines Gottes hat, von Recht und Gesetz besessen ist quasi, von der Art und Weise seines Gottes voll und ganz erfüllt ist, dann wird er alles tun dafür, dass dieses Recht und die Sphärenstruktur und die Ordnung von die gottgewollte alvaranische Ordnung der Welt gehalten wird. Und dann verbrennt er halt Leute, die versuchen, Alvarane auf die Wehr zu beschwören, die versuchen, die Ordnung und Struktur der Welt zu zerstören, dadurch, dass Menschen anfangen, Götter zu beschwören. Das geht nicht. Und dann diese Leute gehören getilgt, weil die zerstören die Grundordnung der Welt. Und wenn man es ein bisschen von da aus geht, dann ist das, also ich will jetzt nicht rechtfertigen, dass man Leute auf den Scheiterhaufen schmeißt, so, aber also versucht euch die Bandstrahler nicht als irgendwie total wirre, total dumme, böshafte und evil Leute vorzustellen. Das sind einfach Leute, die die Struktur und Ordnung der Welt einfach schützen wollen und dafür über Leichen gehen. Das ist das Problem wahrscheinlich. Zum Teil ist es natürlich auch so, dass sie leider in vielen Abenteuern genauso geschildert werden. Man merkt schon, wenn man die Praios-Kirche mal wieder als Bösewicht haben will und dass dann irgendwie jeder Bandstrahler gleich ein Torquemada ist. Ich sag mal, gerade bei Praios-Geweihten gibt jeder, der den Namen der Rose kennt. Mhm. Es gibt den Inquisitor. Das ist so scheinbar der typische Praios-Geweihte, wie ihn viele sehen. Aber der von Sean Connery gespielt wird, war ja mal ein Inquisitor. Und so kann zum Beispiel ein Praios-Geweihter auch sein. Mhm. Und er sagt ja zum Beispiel, er stammt aus einer Zeit, er war Inquisitor, wo es darum geht, Recht zu sprechen und nicht zu bestrafen. Ich finde, gerade wenn man über solche Seiten von Praios-Geweihten spricht, immer eine Inquisitorenperson aus DSA-Romanen ganz interessant, nämlich den Markian. Mhm. Der kommt in den Roman vom Jahr des Greifen und später wird er nach Al-Anfa versetzt und hat dann da das ein oder andere Abenteuer, wo er dann eben entweder als Nebenperson oder auf jeden Fall als tragende Nebenperson tritt in den Jahresgreifen-Roman ist er sogar teilweise Hauptperson. Und der ist ja auch einer, der ganz, ganz massiv eben mit seiner Kirche auch hadert. Mhm. Ich finde, da gewinnt das Ganze auch noch Tiefe. Ich wurde ja vorhin nach dem Hintergrund von Gospin gefragt. Mhm. Da ist nämlich zum Beispiel Lovang echt ein Punkt, gerade in der Praios-Kirche, weil es in Lovang ja diesen merkwürdigen Dualismus gibt, bei dem ja selbst die anderen 12 göttlichen Kirchen immer so ein bisschen schält reinschauen, wo Praios halt im Prinzip der Gott, der prüde ist, ja, also kein Vergnügen in keiner Form, und, also wirklich noch mal eine ganz merkwürdige Form von Hardlinern, aber eben auf einer anderen Ebene. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum Gospin so negativ auf die Praios-Kirche redet. Also das hat nicht immer nur den Hintergrund, oh, die sind böse und die wollen immer nur das Böse, sondern das kann auch noch mal ein bisschen Charaktertiefe geben. Ich habe da keinen Halt dran gefunden. Also gerade, weil die Quenya hieß sie, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ja, gerade weil die da überhaupt nicht drauf eingegangen ist. Die hat ja gleich eine ganz andere, eine offene Ader gelebt und war da ja wirklich sehr, 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 sehr pragmatisch. Es wird wohl seinen Grund haben, warum die gute Frau oben so weit im Norden ihren Dienst verschiebt. Klar. Das ist halt der Punkt. Geweihte, selbst NSCs, jeder Mensch ist ja anders. Es gibt überall Hardliner und Liberale. Ich weiß, ich hatte in einer Runde, da hat eine Spielerin eine Praios-Geweihte gespielt. Die war auch noch aus dem mittelreichischen Hochadel
Und aber die hat sich nicht auf den Aspekt von Praios als Gott des Gesetzes und des Magiehassers konzentriert, sondern für sie war Praios der strenge, aber liebende Vater. Mhm. Der, klar, sehr, sehr streng ist, der seine Kinder auch mal harsch ermahnt, aber der sie trotzdem liebt. Und für sie waren alle Menschen ihre Kinder. Mhm. So hat sie das gesehen. Und man hätte sie, und die war, also sie konnte sehr harsch sein, sehr durchgreifen, aber sie war auch extrem versöhnlich. Und die gehörte halt zu dieser ganz kleinen Fraktion in der Praioskirche, die sagen, dass der Adel nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Denn bis vor ein paar Jahren galt das in der Praioskirche tatsächlich noch, dass Adlige über jeden Zweifel erhaben sind, wenn es darum geht, einen Prozess zwischen den Adligen und den Nicht-Adligen zu führen. Mhm. Genauso wie es in der Ronra-Kirche drei verschiedene Strömungen gibt. Ja. Oder in der Bormannskirche halt tief gespalten. Also sie sind alle nicht eins, ne? Also. Aber ich muss also, verteufelt nicht die Praios-Geweihten per se oder überhaupt einen Gott oder eine Geweihtenschaft, nur weil sie häufig in Abenteuern oder so schlecht rüberkommen oder in Romanen. Schaut euch mal das Konzept einfach an, was hinter dem steht. Schaut euch mal ein paar Aspekte an und dann kann man da auch gut was draus machen. Ja, und der Servulon fragt gerade noch so, warum denn die Praios-Geweihten was gegen Magier haben? Solange die sich an Recht und Ordnung halten, ist doch alles in Ordnung. Ja, das führt darauf zurück, dass, ich habe ja eben erzählt, dass die Grundordnung der Welt soll ja erhalten bleiben. Die Grundordnung der Welt hatte aber keine Magie. Die Menschen waren nicht der Magie fähig. Die Magie gehörte nicht auf Dere. Und erst die Göttin Mada hat sie den Menschen gebracht und wurde deswegen von allen anderen Göttern zur Strafe an den Himmel gebannt. Das Mardamal, der Mond, ist quasi der Rest, der von ihr übergeblieben ist. Das heißt, die Magie ist etwas, was nicht in der Weltordnung vorgesehen ist. Und deswegen sind die Praioten auch so daran interessiert, diese alte Weltordnung, die wie Praios und die anderen Götter sich die Welt eigentlich gedacht haben, so zu halten. Und deswegen muss Magie auch konventioniert, eingeschränkt und im schlimmsten Falle halt eben mit all ihren Möglichkeiten den magisch begabten Leuten auch genommen werden. Weil wenn du denen die Magie wegnimmst, setzt du sie nur in die normale, so gedachte Grundordnung zurück und du nimmst ihnen nichts weg. Du gibst ihnen quasi das, was sie eigentlich sein sollen. So musst du das sehen und so sieht es wahrscheinlich jeder Praiot auch. Nebenbei, dass wir, wenn wir mal ehrlich sind, von den guten Magieanwendern hört man so gut wie gar nichts. Mhm. Und gerade geschichtlich gesehen sind so Leute wie Fran Horas, also die meisten, die mit Magie Schindluder getrieben haben, waren halt Magier und früher gab es auch keine Gilden. Die gibt es erst seit knapp 6 Jahrhunderten in Aventurien. Früher gab es das nicht, da konnte jeder Magier machen, was er wollte. Das war alles nicht so ganz gut. Und ja, Hesinde ist die Göttin der Magie, hat aber die Magie nicht gebracht, sondern steht in erster Linie für das Wissen. Man kann ja auch da wieder den Bogen zurückschlagen, warum zum Beispiel die Praios-Kirche immer als böse angesehen wird. Genauso wie man wenig von guten Magiern hört, hört man wenig von gesitteten Praios-Geweihten, die durch die Lande ziehen. Deswegen, also es gibt von beiden Seiten immer eine zweite Medaille. Jeder Charakter kann seine persönlichen Motive haben, wie er zu Praios Kirche gegenübersteht, aber natürlich hört man vom Schlechten immer mehr. Und natürlich könnte man dann auch sagen, ja, die Torwaller sind auch schlecht oder die Nivesen sind auch schlecht oder Elfen, hallo, die haben spitze Ohren, die sehen komisch aus. Ein Dorf, das mal von Torwalern bestimmt auch marodierende Elfen. Ein Dorf, das mal von Torwalern überfallen worden ist oder jedes Jahr überfallen wird, sieht Torwaler auch nicht gerade als sehr angenehm an. Versuch mal als Torwaler durch Nostria zu wandeln. Also hier kommen gerade noch mal ein paar Nachfragen. Also ihr müsst euch die ganze Grundstruktur von Dere und der Erschaffung von Dere und sowas, es gibt zwar Geschichten darüber und es gibt ja auch die Beschreibung, was in den alten Zeitaltern alles passiert ist, aber nicht zu vergessen, das ist alles vage und die Geschichten widersprechen sich auch gegenseitig.
Das heißt, wie es mit Elfen und Hexen, die an Satuaria glauben und so aussieht, ob Satuaria jetzt älter ist, ob Satuaria überhaupt eine alte Gottheit ist oder nicht, oder vielleicht einfach nur eine Inkarnation einer Wesenheit, die sich vielleicht an Raja oder sonst irgendwen anlehnt. Ne? Wer weiß, wer hinter diesen Angebeteten und hinter diesen Wesenheiten überhaupt steckt, das ist nicht so ganz klar. Und auch die Erschaffung von Dere ist eigentlich auch nicht ganz klar. Es gibt halt ein von der Kirche, von der Praios-Kirche befolgte Sache. Das heißt, die Weltordnung funktioniert ohne Magie. So ist es vorgesehen, so soll es sein. Das muss gehalten werden. Und was dann Elfen oder Hexen oder sonst irgendwas angeht, und die sagen, aber ich war schon vor der Weltordnung da und ich kann, deswegen darf ich wohl zaubern. Das interessiert den Prioten eine Scheiß. Die Weltordnung, so wie sie sein soll von den Göttern, ist ohne Magie. Und wenn du Magie machst, bist du böse. So, zack, Punkt. Das ist egal, ob du das vorher schon konntest oder sowas. Das ist Wurst. Die 12 Götter mögen die Welt ohne Magie. So. Nebenbei ist Praios ja auch nicht der einzige Gott, der ein bisschen auf dem schiefen Fuß mit Magie steht. Rondra ebenso, ja. Hat da auch nicht so einen Vertrag mit. Es gibt zwar, also die Akademie Schwert und Stab zu Gareth hat zwar ihren Titel bei Hesindre und Rondra, ne? Ich finde allerdings da, das ist ein gegebener Titel. Also wenn man wirklich konsequent den fairen Zweikampf durchzieht, da zaubert keiner. Ja. Prioten sind Rassisten, ja, Menschen sind Rassisten. Ja. Fertig. Ja. Nebenbei das ja auch. Ich meine, klar. Schönes Beispiel aus der letzten Runde. Ikaio sieht ein 2 Meter großes, behaartes Vieh und denkt sich, oh Gott, das will mich fressen. Menschen sind Rassisten. Er wollte nur deine Dachse. Ja, er wollte nur meinen Hund und meinen Schlitten und meinen Dachs. Also nur mein. Ich habe keinen Dachs, also hätte er meinen Hund genommen, ne? Und, Es gibt in der Rondra-Kirche eine Abteilung, die sich mit Magie befasst. Ja, es gibt aber auch in der Praios-Kirche eine Abteilung, die sich mit Magie befasst. Ja, die Inquisition. Und nimm einfach auch die krass weißen Zirkel. Also der weiße Zirkel, also um Foslarin herum, die sind nicht umsonst die weiße Gilde. Und die sind der Praios-Kirche sehr, sehr nah verbunden. Und quasi der verlängerte Arm der Praios-Kirche. Also, dass die Praios-Kirche komplett ohne Magie funktioniert, ist jetzt auch nicht richtig, ne? Die Bailunka-Akademie ist ja nicht umsonst nach Gareth verlegt worden. Also, die hätte sich ja auch woanders hinsetzen können. Genau. Und es gibt ja halt auch die drei Reichsakademien, die ja so streng kontrolliert werden, dass man da gar nicht anders könnte. Ja. Als, ne? Aber es ist so. Das ist halt auch das Problem bei den Bannstrahlern. Ich weiß, im Vierer stand es noch drin und in der Dreier auch. Von Kindesbeinen an, während der Ausbildung wird den Bannstrahlern der tiefsitzende Hass auf Magie und alle Magieanwender eingeprügelt. Da steht es drin und dann kannst du dich leider drehen und wenden, wie du willst. Dann bist du ein Magiehasser. Dann steht da halt als empfohlener Nachteil so Vorurteile gegen Magieanwender. Ja. Und dass die Gilden sich untereinander hassen, stimmt so auch nicht, Servulon, sondern die Gilden arbeiten einfach mit anderen Prioritäten. Und dass die weiße Gilde mit der schwarzen Gilde nichts anfangen kann, es liegt daran, dass die schwarze Gilde einfach Dinge tut, die für die weiße Gilde einfach No-Go sind. Und umgekehrt genauso. Und es gibt den allaventurischen Konvent alle 7 Jahre, alle 4 Jahre, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall setzen die sich in einem klaren Turnus mit allen 3 Gilden immer wieder zusammen. Und arbeiten zusammen, ja. Natürlich gibt es den einen, der den anderen abgrundtief hasst. Das ist gar keine Frage. Ich finde es übrigens. Aber das gibt es bei Adligen doch auch. Und willst du die Weltordnung der Adligen in Frage stellen? Also was man zum Beispiel auch sieht, ist, was auch aus Magiern gemacht wird, irgendwie, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lest euch mal die Romanreihe um Galotta durch. Der Mann an sich als Magier ist Mitglied der Weißen Gilde und ist eigentlich ein total netter Mann. Und
tut viel, adoptiert Elfen. Okay, die Beweggründe sind rein wissenschaftlich am Anfang, aber er erzieht sie wie seine eigenen Kinder und so weiter. Er versucht sie irgendwie richtig. Der Mann ist eigentlich total nett. Die ganze Zeit ist ein Held, würde ich mal sagen. Ist als Romanfigur auch ein richtiger heldenhafter Charakter. Und über die Geschichtsentwicklung hinweg wird dieser Galotta einfach zerstört von der Welt. Weil von all den Leuten, mit denen er zu tun hat, wird er einfach zerstört. Von einer anderen Magierin, von Nahema verführt, von Kaiser Hal irgendwie in Grund und Boden gerichtet, von all den anderen, mit denen er am Adelshof in Garret zu tun hatte, durch Intrigenspiele so weit in den Grund und Boden gerichtet, dass aus ihm, Magier sind auch nur Menschen, einfach eine ganz, ganz krasse Wandlung, eine seelische Wandlung sich verführt hat, dass er dann später in der aventurischen Geschichte einer der bösesten und hässlichsten und fiesesten Antagonisten geworden ist, die man sich vorstellen kann. Und aus diesem positiven Magier, wo eben Herr Pölle schon sagte, die gibt's halt kaum, ne? Irgendwie aus diesem positiven Magiergestalt wird halt dieser total krasse Antagonist. Und ich finde das als Geschichte einfach total interessant. Wenn ihr könnt, lest euch die mal durch. Das sind mehrere Romane. Das lohnt sich. Die sind auch richtig schön geschrieben, finde ich. Das ist aber auch da gerade der Punkt, wo viele, die DSA böse spielen wollen, suchen sich dann einen Schwarzmagier aus. Und da fängt es dann an zu haspeln. Weil wenn man sich jetzt mal so historisch gesehen oder NSC-Schwarzmagier anguckt, ich meine, die meisten Bösen stammen eh aus Brabak. Das muss aber gar nicht sein. Ich habe auch mal einen Abaka-Schwarzmagier gespielt. Der war einfach Erforscher von Geisterphänomenen. Er ist nur nach Brabak gegangen, weil es sonst überall verboten ist, nach Geistern zu forschen. Und die Boronkirche hat da keine Macht gehabt. Das ist ja der prinzipielle Ansatz der Schwarzen Gilde, ne? Also Freigeisterei, auch wenn es weh tut. Ja. So. Klar, also das sieht man in Fasar ganz besonders, finde ich. Kann man auch während der größten magischen Krise der letzten Jahre, während der Borberat-Krise, gut beobachten. Ne? Da war zumindest von Spektabilität auch die Loyalität von vornherein klar gegeben. Und Megatherion stand klar auf der Seite gegen Borberat. Und das ist halt der Punkt. Man darf das halt nicht verallgemeinern. Du hast natürlich immer deine Spezies und manche wollen auch ein bisschen Power Game vermutlich bei sowas, die sich dann gucken, ob man nicht irgendwie mit Chimerologie sowas machen kann. Oder mit Untotenerhebungen. Aber alles hat halt Konsequenzen in dieser Welt. Ja. Und was in Al-Anfa funktioniert, funktioniert noch lange nicht in Garret. Ja. Und das, ich finde es auch interessant, wie halt in der Welt selbst halt auch gar nicht richtig klar ist, also es gibt klare Abgrenzungen, gut, böse, kann man sich irgendwie denken, so, hier schreibt gerade einer, Korobar ist auf jeden Fall ein böser Kerl, stimme ich zu, ja, ganz schön fies. Aber wenn man zum Beispiel, wenn man diesen Kurzgeschichtenroman mal liest, der Übergang darstellt von DSA 4 nach DSA 5, Sternenlehrer heißt es, ne? Den kriegt man leider in Buchform nicht mehr, aber als PDF könnt ihr es kaufen. Auch sehr empfehlenswert zu lesen. Da gibt es eine Szene, die im Limbus spielt, wo ein Magier quasi ein Gespräch mitbekommt zwischen zwei Entitäten im Limbus. Und es wird nicht gesagt, wer da miteinander spricht, aber wenn man so ein bisschen Ahnung hat, dann weiß man, um wen es sich handelt und dass die überhaupt in dieser Art miteinander sprechen, die Göttin Hesinde und ihr dämonisches Gegenbeispiel, ja, ihr dämonischer Gegenspieler. Lest das mal durch, die Thematik, über die sie sich unterhalten, und ist höchst interessant und lässt weit darauf schließen, was da gerade in der alvaranischen Sphäre gerade los ist und wie es um die Welt bestellt ist. Denn, ich will nicht spoilern, aber lest es ruhig, das lohnt sich sehr. Um mal einen Eindruck zu bekommen, was da irgendwie hinter den Kulissen der Welt los ist, das lohnt sich manchmal wirklich. Und da ist diese Einteilung gut-böse gar nicht mehr so einfach.
Und gerade bei Hesinde ist es halt auch so, da habe ich mich damals irgendwie, als wir die Phileason-Kampagne gespielt haben, irgendwie war ich noch jünger, da kommen wir halt irgendwann zu den Echsenmenschen und die verehren halt Hesinde. Ne? Also, ja, oder, ja, also ist das Hesinde oder ist es nicht Hesinde? Heißt die nur so ähnlich? Wo kommt das eigentlich her und so weiter? Ne? Das gibt es ja bei ganz vielen anderen Göttern auch. Ne? Oder wenn ihr den DSA-Fluff weitergeht, die angekündigte Rückkehr von Shinxir, dem neuen Kriegsgott, der dann Rondra verdrängen könnte. Ne? Also, oder die aufstrebende Chorkirche, die Rondra-Kirche, die seit dem Fall von Arivor, vor dem Spoiler, auch ein bisschen gelitten hat. Was passiert eigentlich mit so vielen Kriegsgöttern? Ne? Also es ist höchst interessant, was in diesem Ding gerade passiert. So. Lothir muss jetzt 10 Minuten mit den Hunden raus. Ich würde gerne, wenn es euch nichts ausmacht, ein bisschen weiterreden, weil es macht mir gerade relativ Spaß. Und wenn ihr nicht raus müsst morgen irgendwie, dann. Also wir reden ja jetzt weniger über die Runde als mehr über Aventurien und das Spielen generell, aber wenn es euch irgendwie Spaß macht, irgendwie, ich merke das gerade. Spaß. Genau, Charybdeoroth, sagt er. Genau, das ist in der einen Ecke von Aventurien ist Charybdeoroth ein Dämon. In der anderen Ecke von Aventurien ist es eine schöne Gottheit, eine Vertraute. Ne? Also. Ne? Eine schöne Gottheit auch nicht. Ja, schön. Schön ja, aber es ist halt eine positive Gottheit, ne? Und kein Dämon. Kommt immer drauf an, wen man fragt, was gut und was böse ist. So, Lothir muss jetzt eben dafür sorgen, dass nämlich nicht in die Wohnung gepinkelt wird. Sehr schön formuliert. Gibt's denn noch Fragen zu der Runde generell oder sonst irgendwas? Was wolltet ihr noch wissen? Ja, Ophelius hat eben auch schon geschrieben, irgendwie, wer weiß, wer die Götter wirklich sind. Ja, genau. Ich finde das auch gut, dass sie das im Menschen am allerwenigsten. Ich finde das auch gut, dass die DSA-Redaktion das so in so einem Zwielicht lässt. Also, und da nicht alles beschreibt. Das ist auch ganz gut. Genau, die Vorfahren der Torvaler haben auch Charybdeoroth verehrt, ja. Die Frage ist halt auch, was macht ein Alvaranier oder ein Gott überhaupt aus in dieser Welt? Ne? Was macht ihn zum Alvaranier? Wenn ich was nicht. Auch wenn man sich von vielen Kirchen, also gerade von der Raja-Kirche, gibt es ja auch mehrere Facetten. Gibt es ja auch diesen ganz krassen Zweig, der dann auch irgendwie mit in den Left-Hands-Kult übergeht und so. Also es ist alles gar nicht so einfach mit den Sachen. Und genau das Gleiche gilt halt auch für die Praios-Kirche und für die Magier. Haben eure Charaktere Ziele außerhalb von der Rettung der Heimat? Wird gefragt. Überleben! Endlich mal Zeit haben, diese scheiß Schneeäule. Ich fang dir eine. Spätestens zu Luthers Hochzeit stehe ich da mit dem Käfig und der Schneeäule. Nur für dich. Ja, Goswin will Schneeäulen studieren, ja. Ja gut, das ist natürlich eine Frage, die ja dann noch das breitere Charakterkonzept anspricht. Ne? Mhm. Also ich gehe schon davon aus, Goswin zum Beispiel ist ja jetzt gerade ein ganz, ganz frischer Abgänger der Akademie. Der ist ja selber noch voller Taten dran. Der würde sich danach definitiv eine neue Aufgabe suchen. Allerdings würde er ja erstmal zurück nach Lovan gehen und dort nach neuen Aufgaben suchen, nachdem er ja jetzt schon einiges unterwegs gewesen ist. Aber das liegt natürlich auch in dem Charakterkonzept des Magiers. Halt oft eher so die Ortsgebundenen, beziehungsweise diejenigen, die sich dann schon wieder an Akademie setzen und wir haben ja auch die neuen Eindrücke auch erstmal weiterarbeiten. Wir haben auch deine Vision ja noch gar nicht thematisiert, die auch zum Charakterkonzept passt und deswegen er auch eigentlich auch mit in den Norden gezogen ist, ne? Weil du ja in einem wiederkehrenden Traum immer wieder die Bernsteinbucht gesehen hast. Ja, und auch da elfisches Erbe, Träume. Ja, genau. Ich könnte mir vorstellen,
könnte mir vorstellen, dass Ikayo, sollte sie die ganze Sache überleben und danach nicht an ihren Stamm gebunden sein durch, keine Ahnung, du musst jetzt unbedingt Anführer werden, schlechte Idee, nicht machen. dass sie ein bisschen Abstand zu der ganzen Geschichte braucht, zum Norden, zu den Chakragar und zu Frieza auf ihrer Heimat, die niedergebrannt wurde und ja, Frigorn vielleicht mal ist doch ihre einfach Heimat eigentlich, ne? Frigorn, nicht Frieza. Die halt, ja, dass sie einen Tapetenwechsel braucht, gerade so, was Goswin erzählt hat, so von wegen nur ganz kurzer Winter, fast kein Schnee, geht nicht, habe ich nicht gesehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie beschließt, den Magier noch ein bisschen weiter zu nerven, um mit dem ein bisschen durch die Lande zu ziehen und sich einiges erklären zu lassen. Einfach mal was vom Rest von Aventurien zu sehen. Und sollte der im Norden bleiben, braucht er sowieso jemanden, der auf ihn aufpasst. Der überlebt das sonst nicht. Also, ne? Dem Eindruck habe ich jetzt wirklich nichts dagegen zu halten, so wie ich mich im Norden verhalte. Du brauchst sowieso meinen Schlafsack. Du bist unvorbereitet. Und ein Iglu kannst du auch nicht bauen. Erinnert euch an die Schlafsackszene, ja. Ich sag's nur. Denn was passiert denn hinter geschlossenen Türen? Ja. Richtig, nicht in einem Iglu. Im Iglu, nicht außen im Iglu. Wie ist das bei... Nee, ich kann mir schon vorstellen, weil sie ist ja generell neugierig und wenn sie nicht ins Kloster geht, für den Fall, dass ihre Selbstzweifel halt schlimmer werden, weil die ganze Dolchgeschichte hat sie schon mitgenommen und sie sich nicht dafür entscheidet, allein zu sein, um damit umzugehen, dann würde ich mir vorstellen, dass sie sich an einen hängt, der flexibler unterwegs ist und vielleicht auch weiter weg vom Norden geht, einfach um ein bisschen Abstand zu den Ereignissen zu gewinnen und da vielleicht mal in Ruhe nochmal drüber nachzudenken. Mhm. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Der Jairobi fragt euch, was euch durch den Kopf gegangen ist, als dieser Riesendämon mit euch Polo gespielt hat. Oh shit! Eigentlich hatte ich da diese wunderschöne Szene aus dem Hobbit im Kopf, wo Bilbo Beutlin total fertig in seinem Sessel sitzt, nachdem die Zwerge seine Küche auseinandergenommen haben. Und Gandalf kommt rein mit seiner 3-Meter-Pfeife und guckt halt auf das Bild seines Vorfahren und meinte, ach, guck mal hier, der war damals so groß, der konnte sogar auf einem Pferd reiten und der hat den Kopf eines Orks in der Schlacht abgeschlagen, sodass der 30 Meter weiter in ein Kaninchenloch fiel und so wurde das Golfspiel erfunden und genau daran musste ich denken, so nach dem Motto, oh Gott, der hat das Golfspiel erfunden. Ich glaube, zum Denken hatte ich in dem Moment nicht die Kapazität. Oh je, der Chat hat euch schon ein Hashtag gewidmet, Ikarwin. Ja. Gott! Das neue Brand, Alter. Ja, ich sehe schon. One-Shot wird requested. Ja. Wie geht's weiter? Reisetagebuch des Elfen. Sie geht mir auf den Keks! Wie ist das bei Ikayo und ihrem Hund? Ist er für sie eher ein treuer Freund oder durchaus auch ein Kampfgefährte? Wie stehst du, ich denke, damit bin ich gemeint, zu Tieren als Kampfgefährten im Allgemeinen? Oder könnt ihr ja auch mal sagen. Also, beides. Der Hund ist sowohl ihr Bezugstier, Bezugsperson oder Vertrauter, als auch ein Kampfgefährte, weil sie kommt aus dem Norden. Und Hunde sind nicht nur zum Kuscheln da, die sind zum Jagen da, die sind dazu da, um dich zu beschützen, die sind dazu da, um den Schlitten zu ziehen, bedeutet, es ist gleichermaßen Nutztier, wie da hängt das Herz dran. Hm. Wie ist das beim Pölle? Ich meine, du hast jetzt kein Tier, aber... Ja. Du kannst dich in Tier verwandeln. Ja. Zebraeule. Ja, da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so Gedanken gemacht. Also, das erwischt mich gerade ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich würde prinzipiell sagen, da überwiegt erstmal die Neugier.
Neugier ist das leitende Element. Ja. Also die Frage war ja auch für mich irgendwie, wie ich zu Tieren als Kampfgefährten stehe. Also ist schwierig. Oft ist es ja so, dass die immer nur dann irgendwie, die sind halt auch da. So. Und, oh, jetzt sind alle weg. Ist nicht so schön. Außer Goswin. Jeder da, warum auch immer. Der Lothier ist rausgeflogen. Achso, dann hat er mich mit rausgekickt. Ja. Naja, vielleicht kommt er irgendwie, der ist ja gerade auch nicht im Rechner, dann kann er auch nicht wieder verbinden. Also ich werde jetzt nicht nochmal die Dinger neu aufsetzen. Es müsste ja ohne unsere Bilder aufkommen. Aber ja, wenn der Lothier gleich zurückkommt, dann werden wir das Ding wieder haben. Genau. Solange müsst ihr mit den schönen Bildern vorlieb nehmen. Es ging um die Tiere als Kampfgefährte. Also Tiere mitzuschleppen, also gerade wenn ihr Hexencharaktere habt, haben die ja immer ein vertrauten Tier, also nicht immer, aber oft ein vertrauten Tier mit dabei. Und oft ist, verkommen die so zum, ja, das ist halt auch da. So, es tut mir immer so ein bisschen leid und ich meine, man müsste das vorher auch ein bisschen mit den Spielern irgendwie abklären. Also ich habe das jetzt mit Federn nicht gemacht, weil ich ihr zugetraut habe, irgendwie, dass sie das auch irgendwie hinkriegt. Dass man so auch den Alltag des Tieres und die Bedürfnisse des Tieres und auch die quasi, man spielt quasi ja zwei, also spielst deinen Charakter und du spielst deinen vertrauten Tier oder dein Begleitertier auch. Das heißt, es ist quasi ja noch ein anderer Spielercharakter, der mit reinkommt. Und viele Spieler machen das aber nicht. Die spielen halt ihren Charakter und sagen, ich habe ja noch mein Pferd, meine Katze, mein Hund, keine Ahnung was dabei. Und ich denke, man sollte das mit dem Spieler auch so absprechen, dass das irgendwie so ist, ja, du spielst quasi das Tier auch, ne? Also denk dran, irgendwie, dass andere können dein Tier einspielen, dein Tier kann andere anspielen und da muss irgendwie auch was passieren, so miteinander. Ein ganz gutes Beispiel, also finde ich, wo man es ganz gut hingekriegt hat, ist zum Beispiel die Runde bei Mischka, das Adlerbanner, wo die Hexe halt ihre Katze da mit hatten, die Katze halt auch Screentime bekommt. Und genauso müsste es halt, glaube ich, sein. Oder halt der Hotney, der in der Runde halt seinen Esel mit dabei hat, der auch Screentime bekommt. Und die müssen relevant werden. Diese Begleitertiere müssen in der Geschichte und müssen in der Gruppe einfach eine Relevanz bekommen. Ansonsten sind sie nicht gut, finde ich. So wie Warze. Das sind nur Objekte. Ja, Warze. Ja. Genau. Ja. Nicht die Kröte der Hexe fressen. Ja. Auch schlechte Idee. Zu Warzerich habe ich übrigens einen interessanten Kommentar bekommen. Da hat sich jemand beschwert, dass die Kröte draußen im Schnee sitzt. Dann war das, ich glaube, der Satz lief irgendwie so, du weißt schon, dass das nicht geht, weil Kröten Kältestarre haben und so. Und ja, Leute, Warzerich ist Warzerich. Und nicht, oh, und, magische Kröte. Und nicht irgendeine Kröte. Und dann kommt direkt so. Ist ja auch nicht so. Der ist so. Und dann kommt direkt hinten rein dann die Sache, oh ja, muss ich mich mit den vertrauten Tieren nochmal genauer beschäftigen. Nein, es wird nirgendwo in den Regeln stehen, dass Kröten von Hexen auch im Schnee leben können. Aber Leute, nimmt das dann nicht so eng. Also gerade bei sowas wie vertrauten Tieren und ja. Also ich finde da, mir ist die Idee überhaupt nicht gekommen, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, alles, was dem Rollenspiel dient, ist dann auch erlaubt. Also wir haben ein Regelgerüst, ja, aber dieses Regelgerüst darf ganz bestimmt keine Begegnungen in irgendeiner Form unmöglich machen oder beschneiden, wenn sie irgendwie das Rollenspiel weiterbringen, wenn sie zu einer schönen Atmosphäre beitragen. Und gerade bei Warzerich hat man halt auch, also weil er ein magisches Tier ist, halt auch eine Begründung, die es nachvollziehbar macht, warum der da im Schnee sitzen kann. Also ehrlich, ich habe in dem Moment überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob eine Kröte im Schnee sitzen kann oder nicht. Aber es kommt mir plausibel vor, warum, dass sie das. Die Frage ist eher, warum saß sie im Schnee hinter dem Karren? Dieser Frage sollten wir nachgehen.
Ja, Rerion kommt gerade zur richtigen Zeit. Es geht nämlich um vertrauten Tiere bzw. Begleitertiere. Mein Spezialgebiet, da habe ich einen Doktor drin. Ja, und ja. Genau. Ich würde dir das abkaufen. Also, wenn ich mal von dem Spieler, wenn ich einen Spieler habe und ich bin nicht überzeugt davon, dass der sein, dass der sein vertrauten Tier quasi als zweiten Spielercharakter nimmt, dann würde ich dem das, glaube ich, nicht zugestehen vor dem Spiel. Also, ich meine, der Hund von Ikayo hat jetzt auch nicht so viel Screentime, aber er ist halt dabei und er hat Screentime. Er hat auch eine wichtige Rolle dadurch. Gerade in der Szene, wo die Kinder gerettet wurden. Oder auch in den Kämpfen. Und auch jetzt in der Schlafsack-Szene oder so. Sie kriegen ihre kleine, aber feine Screentime. Mehr braucht es auch nicht. Irgendwie müssen halt einfach nur. Also, es ist keine Waffe, die man mit sich rumträgt. So ein Tier. Ich hab's ja auch immer im Hinterkopf. Also gerade, wo Ikayo ja mehrere Hunde hatte, beziehungsweise jetzt hat, die Schlittenhunde, die sie ja mit versorgt, die haben eine gewisse Routine. Bedeutet, die haben zum einen Rudeldynamität, die brauchen zweimal tägliche Futter, die werden alle auf einem Haufen schlafen, dann Liska ist halt bei ihr, aber wenn sie nicht da wäre, wäre er halt draußen beim Rudel. Dann müssen die Hunde bewegt werden, die müssen auch ein bisschen spielen. Ne? Also man muss auch immer im Kopf haben, so der Tagesablauf mit dem Tier. Ja. Also, ja. Gerade aber vertrauten Tiere sind halt da sehr schwierig, weil die halt noch eine Stufe weitergehen als normales Tier, was dir folgt. Das macht es halt zum Teil schwierig, weil für manche ist es ein eigenständiger Charakter und manche stellen ihn auch so dar, also im Rahmen der Möglichkeiten. Für andere ist es halt eher schon ein Klotz, der irgendwie hinterhergeschleppt wird und wieder bei anderen versuchen, die über den Vertrauten Gimmicks rauszuholen, die sie sonst halt nicht gehen würden. Das ist halt also zum Teil sehr schwierig, aber wie gesagt, man denkt sich ja was bei dem Vertrauten und dann entweder spiele ich das dann aus oder man einigt sich, dass der Spielleiter den halt führt. Das kann man natürlich auch absprechen, dass du sagst, hey, ich möchte ein Tier haben als Begleiter, aber bitte spiel du das. Ich traue mir das nicht zu oder ich kann es nicht oder so. Aber das muss halt vorher abgesprochen werden. Das kann man auch machen. Ne? Und, ja, ich würde auch sagen, das kann durchaus sein, dass die Abenteuerstruktur das vorgibt. Ne? Also es gibt halt auch einfach bestimmte Szenen, die kann ich nicht spielen, wenn ich beide gleichzeitig spiele. Ja. Das funktioniert halt. Da brauche ich Pflichtbecken gegenüber, damit das Spiel in irgendeiner Form passt. Es trat auch meine Spielerin mit der Frage an mich heran, wie streng man wirklich an die Vorgaben der Schwesternschaften gebunden ist. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, eigentlich ist es Latte, ganz blöd gesagt. Also es soll das zwar irgendwie widerspiegeln, aber die hatte halt auch die Idee gehabt, dass sie ihren Vertrauten verloren hatte und noch keinen gefunden hat und gerne im Abenteuer irgendwas finden würde. So. Und dann kam über Umwege, kam Salen Funkeldrachen. Und dann haben wir kurz überlegt und dann habe ich gesagt, okay, lasse ich zu als vertrauten Tier einen Funkeldrachen. Der hat dann halt keine weiteren magischen Fähigkeiten, außer denen, die er sowieso als Drache hat. Ja. Aber warum nicht? Ich nehme mir als Spielleiter ja auch raus, irgendwie den Hund von Ikayo auch zu bespielen. Ne? Also das haben wir jetzt eigentlich auch nicht so formuliert ausgesprochen, dass ich das mal darf oder so, aber ich denke, dass wir alle damit kein Problem haben. Wir kennen uns, glaube ich, lang genug, als dass wir das nicht, dass wir da sowas nicht wüssten. Ich denke, das ist aber auch, wie Pölle schon sagte, irgendwie auch nötig, weil manchmal muss man da auch übernehmen. Wenn ich mal zurück überlege, was bei mir so ist, wenn ich bei Mischka zum Beispiel den Novadi spiele mit seinem Pferd, da hat das Pferd auch relativ wenig gemacht. Eigentlich quasi nichts, also es war da. Es wurde auch mal thematisiert, einfach weil der Novadi auf die Ehre seines Pferdes achtet. Und wenn jemand sagt, stell dein Gaul doch in den Schuppen, dann, kriegt er Probleme. Aber richtig agiert hat das Pferd eigentlich auch nicht. Aber das, war auch in der Gruppe irgendwie auch nicht Thema. Darum habe ich ja in der G7 mit dem
fährt von Talion, da erwähne ich halt gerne mal die Anekdoten, aber wirklich ausgespielt worden sind sie bis jetzt halt nicht, ist aber auch nicht wirklich zwingend erforderlich. Da erzähle ich halt tatsächlich dann lieber Geschichten, was halt mal passiert ist, wie, keine Ahnung, Stallknecht wurde gebissen dreimal hintereinander oder hat getreten und den halben Stall zerlegt, weil es irgendwie schmutzig war oder sonst was. Man muss, glaube ich, aufpassen, dass man, wie gesagt, das Tier nicht zu einer Waffe verkommen lässt. Also ich nutze das, wenn es mir einen Vorteil bringt, und ansonsten ignoriere ich das. Und gerade auch bei Lothir, klar, da kommt das Pferd halt auch nicht ständig vor und so, aber es ist trotzdem irgendwie, man überlegt sich ja schon, was mache ich jetzt, wenn ich in das Dorf gehe mit dem Pferd? Wo stelle ich das unter? Gibt es einen vernünftigen Stall dafür? Was, ne? Und dann, gerade weil dein Pferd ja auch Eigenheiten hat und so, ne? Also es wird schon thematisiert und taucht auch sonst in dem Spiel halt auf und ist nicht einfach nur da und dann, ach so, wir reisen, ah, ich habe ein Pferd. Ne? Also, wo war denn das die ganze Zeit? Ja, das hat halt vor der Taverne gestanden. Ja, also ja, der Hotney hat gerade auch ein gutes Beispiel gebracht. Beim Adlerbanner hatten sie eine In-Time-Diskussion darüber, was sie mit ihren Pferden machen, ob sie sie verkaufen oder einstellen und so. Oder auch die Katze von der Hexe, die im Rucksack mitgenommen wird und die dann nicht glücklich darüber ist und so. Genau, also so kleine Anekdoten irgendwie, die das Tier halt irgendwie in der Welt real werden lassen, die gehören, glaube ich, dazu. Ansonsten ist es einfach ein Ausrüstungsgegenstand und dann weiß ich nicht, ob das dem Tier gerecht wird. Irgendwie das ziehe ich aus dem Rucksack, nachdem ich in Maraskan schiffbrüchig geworden bin. Ja, also genau, du bist irgendwie schiffbrüchig geworden, bist dann am Strand und so, ah, in meinem Inventar ist es, hier steht, ich habe ein Pferd, ich reite. Ja. Danke. Nebenbei, dass ja auch gerade aus solchen Sachen schöne Geschichten kommen können. Ich meine, kulturelle Unterschiede. In der Anfang ist es durchaus à la Mode, einen Geparden mitzuführen, einen gezähmten. Mhm. Kommt damit mal über die Grenze ins Hoherreich. Ja. oder aus dem Norden einen Wolfshund ins Bornland zu schleppen. Ja. Das Vieh bleibt draußen, das ist ein halber Wolf. Aber ich habe ihn schon von Belpa an, er ist ganz zahm. Nein. Vor allem Lieska mit ihrer Labrador-Mentalität. Ist ein halber Wolf, kann er denn nicht halb sein? Ja. Das wird dann salomonisch halb rein. Ja, schön. Asrael schreibt gerade, Verbündete oder Tiere, die man dabei hat, sollte man nicht inconized spielen. Das heißt, immer wenn sie nicht gebraucht werden, dann werden sie minimiert und laufen im Hintergrund mit. Ja. Bis man sie halt braucht und so. Wie gesagt, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Irgendwie, die laufen halt im Hintergrund, aber das im Hintergrund laufen beinhaltet auch, dass sie in der Welt halt auch vorkommen und eben nicht sind wie die Axt im Inventar, die ich dann rausziehe, wenn ich sie brauche. Ja, das ist ein kleiner Unterschied noch zwischen einem Vertrauten oder einem Begleitertier und einem anderen Ausrüstungsgegenstand. Da hat ja auch eine ganz andere Bindung. Ich meine, Lyska und Ikario, das geht halt nicht untereinander. Das ist schon schlimm, wenn die sich mal trennen. Und bei Talion ist sein Pferd halt sein Ein und Alles. Er hat es von Fohlen an großgezogen. Und nebenbei ist es ein verfluchter Traloparise, der mit Brandzeichen und allem, wenn man das Pferd stehlen würde, könnte man da unglaublichen Reibach mitmachen. Und er hätte dann bei der Aufsicht über das Pferd halt auch versagt. Das würde ihn schon ziemlich mitnehmen. Ja. Sevolon fragt, wie ich zur Darstellung von Vampiren in DSA stehe. Irgendwie, ja, das ist so eine Sache. Irgendwie, die sind, da ist sich die DSA-Redaktion auch nicht ganz einig, wie genau jetzt die Vampire da sind. Einmal sind es Kreaturen des Namenlosen. Und das andere Mal einfach noch geprägt vom Gegenstück der Gottheiten, der sie früher mal angehangen haben. Je nachdem, welche Art Vampir man da trifft, da gibt es auch irgendwie die und die, da gibt es ja diese elfischen Vampire, die nochmal ganz anders funktionieren. Ich finde, dass das Konzept, was dahinter steckt, also dieses nicht das Blut trinken, sondern die Essenz des Lebens austrinken quasi, die finde ich interessant, weil die ist so ein bisschen das, was die DSA-Vampire ein bisschen eigen macht. Aber ich bin auch durchaus
also als Spielercharakter will ich keinen Vampir haben. Es sei denn in einer speziellen Gruppe, die dafür irgendwie aus ist. In DSA 5 gibt es ja Regeln dafür, genau wie du Dunkelelfen auch bespielen könntest, ja. Aber als Spielercharakter nur in einer ganz speziell darauf zugeschnittenen Runde. Und ansonsten sind es einfach, sind nicht ultimativ böse Kreaturen, aber es sind keine Helden. Für mich. Da ist aber auch der interessante Punkt, du könntest sowas natürlich als Charakter oder Plotaufhänger machen, weil er den Flug loswerden will. Ja, das schreibt er halt auch, ne? Also ja, das ist klar. Das wäre, ne? Aber dann müsste es halt auch wirklich eine Gruppe sein, die darauf zugeschnitten ist und nicht einfach in einer normalen Heldengruppe mitlaufen. Also. Es gab mal, glaube ich, einen zwei- oder dreiteiligen Roman über Havena, meine ich mich zu entsinnen, wo es ein Kloster auf der vorgelagerten Insel gibt, ein Boron-Kloster, weil die in Havena furchtbar abergläubisch sind, was Boronis betrifft. Und in diesem Kloster werden Vampire zum Kampf gegen den Namenlosen ausgebildet. Mhm. Sind also Boron, also von Boron gebilligte Vampire. Das heißt, quasi jeder, der in diesem Kloster ausgebildet wird, kriegt eine Unterredung mit Boron. Und der sagt, okay, ich dulde dich, ich schütze dich vor Praios. Aber dafür musst du tun, was ich will. Mhm. Da sind immer so zwei, glaube ich, ausgebildet zu seiner Zeit, die halt namenlose Vampire jagen und nur zu diesem Zweck da sind. Weil wenn sie ihren Zweck erfüllen, erlöst Boron sie und sie dürfen sterben. Ja. Das ist halt so dieses, kann man auch. Und dann gibt es halt mit der Box Borbarats Erben kamen ja diese Belkelel-Vampire noch dazu. Was ja wieder eine ganz andere Art war. Die ja den Kuss von dem Dämon gekriegt haben und sich dann verwandelt haben, aber auch nicht richtig Vampire waren. Und eben, wie du die gerade erwähnt hast, die Felamias, die Elfenvampire. Mhm, genau. Also es gibt viele verschiedene davon. Irgendwie, der Hotney schreibt gerade irgendwie, das finde ich eine gute Sache. Wenn ihr Lust habt auf eine richtig tolle Runde DSA, dann schaut mal auf dem Kanal von BioInc. Da läuft eine Runde, die sich auch gerade mit dem Vampir-Thema ein bisschen auseinandersetzt. Kann ich nur empfehlen, die Runde. Die ist sehr, sehr schön. Also BioInc einfach mal gucken auf YouTube, dann findet ihr das. Oder über den Nordpol. Ja. Das ist aber auch gerade so verfluchte Charaktere ist halt ein Thema für sich, zum Beispiel auch Werwölfe. Ja. Der Werwolf ist bei den Nivesen, hat ja einen ganz anderen Stellenwert als im restlichen Aventurien. Weil es gibt ja die Wolfskinder bei den Nivesen, also Nivesen, die sich von Geburt an in einen Wolf verwandeln können, beziehungsweise als Wolf geboren werden und sich in einen Menschen verwandeln können. Die sind heilig. Werwölfe gelten als von Liska und den Himmelswölfen verflucht. Allerdings töten die nicht sofort, sondern versuchen die schamanisch erstmal zu kurieren. Ja. Und dann gibt es halt, ja, wie bei Phileas dann jetzt ja erlebt, noch diese, wie heißen die, Wolffinger oder so. Das sind nochmal andere, ne? Also auch hier gibt es wieder verschiedene Arten der gleichen Spezies. Also es gibt ja auch nicht den Menschen, es gibt ja, ne, also solche und solche gibt es bei Werwölfen und Vampiren auch. Finde ich ganz, ganz, ganz schön eigentlich. Ja. Genau, aber hier, Sevulion, wenn du jetzt den Scheiß hast und alle Gegner jetzt mit Silberwaffen ausstatten musst, weil dein Spieler ein Werwolf ist, also ich, schon wieder dieses, ich muss jetzt, das ist, für mich ist das wieder ein falscher Ansatz des Spielens. Das tut mir leid. Also redet darüber, Leute, redet darüber. Ja. Eine engsten Szenen, die ich im Rollenspiel hatte, war ein Schwarzmagier in der Runde, der war absolut unerträglich in seiner Arroganz und götterverachtenden Art. Überzeugter Anhänger der Magiertheorie aus Fasar. Der meinte, ihm könnte halt nichts was anhaben, er hat sie entsprechend benommen. Und dann haben wir ein altes Artefakt der Achas gefunden. Da stand ein Warnspruch drüber. Ist mir doch egal, was da Ex-Menschen schreibt. Ja, genau. Da kann mir nichts passieren. Lies das
und erkrankt an der Duglumspest. So, und als ihm das bewusst wurde, kam er erstmal ins Schleudern. Und dann hat die Gewalt der Gruppe ihm noch nahegelegt, es vielleicht jetzt mal sein Leben zu überdenken und mal zu den Zwölfen zu beten zum ersten Mal in seinem Leben. Vielleicht hört ja einer zu. Und dann habe ich das mit dem Spieler am Spieltisch tatsächlich ausgespielt, dass er zum ersten Mal betet und um Hilfe bittet. Und dann ging es nach Alvaran. Per quasi in Gedanken. Und dann hat sich Praios mit ihm unterhalten. Dieses so, okay, du möchtest gerettet werden, warum sollte ich das tun? Und dann hatte ich eine halbstündige Diskussion mit dem Spieler IT, dass er halt, dass Praios seine ganzen Missetaten vor den Kopf geknallt hat, die er so im Laufe seines Lebens begangen hat. Und meinte, warum quasi soll so ein Stück Dreck gerettet werden? Welchen Nutzen hättest du? Ja, und da hat dann der Schwarzmagie anschließend abgeschworen. Oh. Und hat sogar die Gilde gewechselt. Nicht schlecht. Das ist so dieses, ne? Aus Schlechtem kann auch was ganz anderes entstehen. Ja, der Hotney hat noch dazu die ganz interessanten Rundenfragen hier immer, ne? Also der redet, bringt uns immer wieder zurück auf eure Charaktere. Der fragt, ob ihr schon eine Idee habt, was ihr denn macht, wenn einer eurer Charaktere stirbt, was ja durchaus vorkommen kann. Und ob ihr dann die neuen Charaktere mit einem anderen Mindset erstellen würdet, jetzt wo ihr wisst, dass eure Gegner nicht ohne sind. Spoilerwarnung. Das ist tatsächlich ja natürlich zum Teil ein Problem. So, wenn du halt in einem festen Abenteuer drin bist, du weißt, was auf dich zukommt, dann willst du natürlich keine Gurke nachschicken. Aber unterm Strich weißt du es halt nicht. Es sei denn, du hast von bestimmten Sachen gehört. Man könnte jetzt vielleicht gehört haben, dass Friesow überfallen worden ist von einer unbekannten Kraft. Oder dass es eine Armee aus dem Norden gibt, eine böse, dann würden die meisten halt an Glorana denken. Mhm. So, und ja, ich habe einige Ideen, aber spontan wäre das dann doch schwer, weil spontan irgendwas nachsetzen, finde ich halt irgendwie auch schwierig. Ich bin aber da auch ein bisschen abergläubisch und bastel mir dann tatsächlich keinen Ersatzcharakter, weil das ist immer so irgendwie, du stehst schon mit einem Fuß im Grab und willst ja eigentlich vielleicht schon was anderes spielen, was vielleicht viel cooler ist in dem Moment. Ja, deswegen denke ich mir schon so zwei, drei Möglichkeiten aus, was vielleicht auch logisch irgendwo nachvollziehbar ist, denn jetzt ein Schwarzmagier aus Al-Anfa müsste ich mir schon echt was zusammenwürgen, damit der da wäre. Ja. Mhm. Weil er ist dann ja auch Chimerologe. Ja, genau. Ja. Und war ein Schüler von Zobaran. Ja. Ja, also ja, Luthi hat ESL-Schutz. Psst, also klärt ihm das nicht, weil ich will die Hochzeit am Ende spielen. Und wenn Luthi stirbt, spiele ich Nirala und dann kommt sie einfach hinterher. Genau, das wäre eine gute Sache. Gute Sache, ja. Ich glaube, ich Bornische Ritterin, das kriege ich schon irgendwie hin. Also. Wie sieht's bei Feder aus? Meinst du, ich habe die höchsten Chancen, in der Runde drauf zu gehen? Nein, ich glaube, wenn Ikayu stirbt, dann werde ich innerlich sehr weinen, weil sie ist mir sehr ans Herz gewachsen. Dann werde ich einen herzzerreißenden Abschiedspost im Sinne von die letzten Gedanken im Augenblick des Todes schreiben und den mit Musik unterlegen und als kleines Video auf meinem Kanal hochladen. Das ist so gerade mein spontaner Einfall. Und ja, ich weiß nicht, je nachdem, wann sie stirbt im Abenteuer, zum Beispiel, wenn es jetzt die Endschlacht war oder so, dann würde es keinen Sinn machen, einen neuen Charakter mit reinzubringen, wenn man ja zum Beispiel nur noch eine Folge hätte, wo halt, keine Ahnung, das Ende der Schlacht durchgespielt wird und dann gehen sie alle nach Hause. Dann würde ich mich zu den Zuschauern setzen, das Popcorn rausholen und
meine Buddies anfeuern. ich weiß nicht, wenn die Kaiju jetzt Feuer stirbt, habe ich tatsächlich keinen Plan B, so plötzlich. Wäre das für Lothar richtig schlimm? Vielleicht würde ich dann tatsächlich eine Praios-Geweihte spielen aus dem Kloster, das angegriffen wurde, ja. die zur Unterstützung kommt. Das wäre jetzt gerade so ein das Konzept, das mir eine gute Idee wäre, weil das gibt das Abenteuer halt auch her, dass man einen der anderen Steinträger spielt. Genau, das war nämlich auch so meine Idee, dass ich halt entweder Quali frage, ob ich einen aufgetauchten NSC übernehmen kann, weil die haben schon einen Grund da zu sein und dann kann man die halt bauen und vielleicht das ein oder andere ändern, was jetzt nicht so gravierend ist. Oder halt einen Charakter bespielen, der aus einem der bespielten Orte kommt, damit halt die Motivation und auch das Wissen irgendwie da ist, damit das nicht so, oh, ich bin neu in dieser Stadt, da vorne ist eine Gruppe von komischen Menschen, vielleicht wissen die ja etwas, was zufällig hier passiert ist. Ach, guck mal, ihr sucht einen Wundheiler. Ach, ist ja praktisch, das habe ich doch studiert, 30 Jahre lang. Komisch, das muss von den Göttern gegeben worden. Nee, ja, furchtbar. Der große Gott Spielleiter. Genau, der große Gott Spielleiter. Keine Ahnung, wenn der Hund überlebt, spiele ich den Hund. dann wird der Hund, keine Ahnung, vielleicht fällt er aus Versehen in einen Topf voll Magie und wird dann Wolfswandler. Was interessant wäre, was passiert denn, wenn der Hund stirbt? Ja, dann werde ich trauern. Dann werde ich ganz, ganz, ganz böse trauern. Und vielleicht zähme ich mir ein Yeti oder so, aber nee, ich glaube, dann habe ich kein Begleittier mehr, Punkt. Es gibt nichts, was ein so Brabakan-Krummer nicht hinkriegt. Ja. Ich kann auf der Reise nicht so schnell einen anderen Hund abrichten. Man muss ja auch überlegen, Liska ist ja Seitenwelpe, ist bei Ikaju, bedeutet, die beiden haben eine ganz bestimmte Sprache und Kommunikation. Und wenn Liska stirbt, ist dann halt zum einen die Trauer und zum anderen kann sie sich auf einen random Schlittenhund nicht so verlassen wie auf Liska. Der hat nicht die Bindung zu ihr. Und deswegen, ja, wenn Liska stirbt, dann habe ich keinen Hund mehr. Dann, ja. Kann alles passieren. Ja. Gerade wo wir gemerkt haben, dass in DSA 5 die Kämpfe doch sehr krass sein können. Und auch schnell zur Kampfunfähigkeit führen. Das war mal ein Hammer! Ja. Also man stellt sich ja auch keinen Charakter, um dann sofort an den nächsten zu denken. Das ist halt auch irgendwie so eine Sache. Ne? Ja. Aber wie ist das denn beim Pölle? Was ist, wenn Goswin stirbt? Ja, null Plan B. Goswin wird überleben? Sicher. Nein. Ja, wir brauchen Herausforderung den angenommen. Witzig, dass Fena das gerade angesprochen hat. Also mein Plan B wäre gewesen, Liska zu übernehmen. Goswin wird in Liska wiedergeboren. Goswin? Du willst doch nur wieder in den Schlafsack. Also da muss man noch fragen. Ja, ne? Ja. Der Charakter hat ja nicht umsonst. Nee. Abbruch. Es gibt nur blöde Sachen. Es gibt nur weitere Hashtags, wir müssen aufpassen. Also mir als Spielleiter ist es auch immer sehr unangenehm, wenn ich auch schon unangenehm, wenn ich Charaktere an die Schwelle des Todes bringe. Das ist ja in dieser Runde schon ein paar Mal passiert. Lothar, glaube ich, zweimal, Ilva einmal. Und das ist sehr, also ich finde das immer, ich fiebere auch mit meinen Spielern mit. Also ich möchte meine Spieler ja nicht umbringen. Das ist ne, aber deswegen finde ich auch diese Sache mit dem offenen Würfeln ist für mich auch ein bisschen neu. Ich habe halt früher immer gespielleitet damit, dass man halt als Spielleiter dann irgendwann so, wenn es haarig wurde für die Spieler, dann würfeln die Gegner halt schlecht. Ganz komisch. Aber
Aber inzwischen würfel ich auch offen und es gibt einen ganz anderen Reiz und auch einen ganz andere Spannung für so Kampfszenen, weil ich es einfach dann nicht in der Hand habe, ob ich einen töten kann oder nicht. Dann haben es die Würfel quasi in der Hand. Ein Spielercharakter wird bei mir nie durch einen zufälligen random Würfelwurf sterben. Also keine Ahnung, Kletternprobe versaut und dann boah, ne? Spieler sterben bei mir, wenn sie sich wissentlich total dämlich verhalten. Also guck mal, da ist eine Klippe. Ach, ich spring mal da runter. Ja, also. Ja. Dreifacher Salto Mortalis. Ja. Mit dem Kopf zuerst. Schau mal, das ist eine Theophanie der Göttin Rondra und sie fordert mich zum Duell heraus. Ich kämpfe gegen sie jetzt. Ja. Bis zum ersten Blut. Bis zum ersten Blut, okay, ja, klar. Aber, auf Zack, enthauptet. Ja, ja. Sicher. Ja. Und dann will ich sterben. Also wirklich, dann will mein Charakter sterben. Wenn das passiert, ja. Echt. Ja, wie würde ich damit umgehen, wenn ein Spielercharakter stirbt als Spielleiter? Ich glaube, das wird mir total leid tun erstmal. Es ist mir auch schon ein paar Mal passiert, irgendwie in Runden. Aber ich habe dafür auch keinen richtigen Plan. Also ich lasse das dann so auf mich zukommen, wie ich das mit anderen Situationen im Spielleitertum auch mache. Von daher ist so ein Charaktertod für mich auch nicht unbedingt was anderes als ein random Tavernenbesuch, weil den muss ich auch irgendwie improvisieren. Was ich wohl finde, ist, dass wenn ein Spielercharakter halt, also episch, keine Ahnung, auf einer Mission irgendwie im Kampf fällt oder sonst irgendwie auch von mir aus auch von einem random Encounter mit einer Diebesbande am Straßenrand irgendwie zufällig vom Pfeil so getroffen wird, dass er tot ist oder sie, dann muss man halt gucken, wie die Gruppe halt damit umgeht. Ich selber als Spieler, da kann da erstmal ja nichts dran machen. Tod ist tot. Ja. Ich glaube, ich würde inzwischen, also früher hätte ich das wahrscheinlich dann gesagt, ja, dann gibt es irgendwie ein Wunder oder sowas, dann besteht er halt wieder auf. Und so. Aber das ist, finde ich, inzwischen auch nicht mehr so cool. Ich finde, die Konsequenz des Todes muss existieren in der Welt. Und die muss auch in all ihrer Starrigkeit und all ihrer Endgültigkeit auch ein klares Ende für Charaktere setzen. Also ein gutes Beispiel ist, ich fange die nächste Tischrunde an mit Jugendlichen. Wird nicht gestreamt, deswegen, ne, kann ich ein bisschen was von erzählen. Die haben alle noch nie Rollenspiel gespielt. Die kennen auch alle kein Rollenspiel, außer das, was sie in LOL irgendwie am PC spielen oder so. Das heißt, die wissen nicht, wie das funktioniert. Und die fragen halt solche Sachen am Anfang wie, kann mein Charakter auch sterben? Und dann sage ich ja. Und dann, oh scheiße, dann werde ich in den ersten 3 Minuten sterben und dann habe ich nichts mehr zu tun. Und so, das sind dann diese Ängste von Spielern. Und ich hab das jetzt auch mal so im Raum stehen lassen bei den Jugendlichen, einfach um denen zu zeigen auch. Und ich habe denen dann auch gesagt, ja, wenn dein Charakter tot ist, dann spielst du halt erstmal nicht mehr mit. Erstmal so als Drohung im Raum stehen lassen. Und das hat halt dazu geführt, dass sie sich untereinander jetzt unterhalten haben, wie sie das schaffen, dass ihre Charaktere überleben. Ja, und ich habe halt gesagt, passt auf eure Charaktere auf und sorgt dafür, dass sie nicht sterben. Ja? Und das ist halt eine ganz andere Herangehensweise an diese Runde, als sie vorher hatten. Vor allem, ich schneid dir die Kehle durch und ich kann viel besser mit Dolchen als du mit deinem Bogen und dann, und, weißt du, so übliche jugendliche Gebaren, die sind 14, ne? Da macht man sowas. Aber jetzt, seit dieser endgültige Tod im Raum stand, dann war das irgendwie so, oh, Mist, dann kann ich nicht mehr mitspielen. Ich will aber mitspielen, ne? Und das ist irgendwie das ist, ich fand dieses diesen Gesprächsverlauf fand ich interessant, was das angeht. Das kann man jetzt in so einer Runde gar nicht vergleichen, weil hier jetzt irgendwie alles Rollenspieler am Tisch sitzen, die das schon alles so 1000-mal gemacht haben. Aber ich denke, wenn ein Spielercharakter hier aus dieser Gruppe sterben würde, gäbe es halt eine In-Time-Konsequenz. Also ich lasse den anderen Spielern dann den Raum auch irgendwie
damit was zu tun und das auch auf sich wirken zu lassen. Und ich habe Vertrauen meinen Spielern auch, dass sie das auch thematisieren werden. Das kann natürlich eine Gruppe sein, die irgendwie, ja gut, der ist jetzt tot, wo ist der nächste Charakter? Ja, aber meine Spieler hier werden das nicht machen. Und, ich meine, wir beschäftigen uns ja auch damit. Genau. Jetzt schon, obwohl wir noch leben. Genau, also ihr habt auch alle keinen Plan B. Ihr macht das automatisch so, dass ihr auf eure Charaktere aufpasst. Und ich war früher auch ein Spielleiter, der wirklich gesagt hat, ja, irgendwie zur Not lasse ich die halt wiederbeleben oder würfel schlecht oder sonst irgendwas. Aber ich finde es, wie gesagt, ich finde diese endgültige Konsequenz des Todes, finde ich reizvoll inzwischen als Spielleiter. Und ich auch bin auch ehrlich Gruppe. Gesagt jemand, ich möchte sowas nicht geschenkt haben. Ich finde das mittlerweile furchtbar in diesen ganzen Hollywood-Blockbustern, wo der Held der Geschichte etwas aufgibt und sei es sein Leben, um den Tag zu retten und dann kriegt er es wieder geschenkt. Das nimmt nämlich das Gewicht des Opfers aus der Rolle. Das macht es zu einfach, weil das ist nicht so das Leben. Und mir ist tatsächlich noch kein einziger Pen-and-Paper-Charakter gestorben, was daran lag, dass Runden vorher beendet wurden oder alles gut gegangen ist. Aber genauso wie in meinen anderen Hobbys gehe ich immer mit der Konsequenz rein, mein Charakter könnte sterben in diesem Abenteuer. Und ich bin auch niemand, der dieses Leben dann geschenkt haben will. Es sei denn, es gibt wirklich eine logische Erklärung, warum das so ist. Mhm. Weil das wird dem Charakter nicht gerecht. Das wird dem Leben dieses Charakters, der Geschichte nicht gerecht, wenn man sagt, ja, du bist jetzt gestorben, damit, keine Ahnung, deine Gruppe überlebt. Aber nein, du bist doch nicht tot, du lebst wieder. Das ist so... Nein. Ja. dann hat das Opfer keinen Wert. Dann hat die Tat keinen Wert, weil der Wert wurde negiert. Ich verstehe auf jeden Fall. Das hat dann kein Gewicht. Das ist halt, was ich halt auch gerne früher gemacht habe, Götterurteil an der Stelle. Das ist halt, wenn der Charakter wirklich so gut gespielt war und auch mit allem drum und dran gespielt war, also wirklich mit unglaublich viel Liebe und Herzblut, und dann hat man ja auch meistens eine Gottheit, mit der man sich besonders verbunden fühlt. Mhm. Habe ich gesagt, er hat eine Einmal-Chance zurückzukommen. Einmal in seinem gesamten Leben zurückzukommen durch die Gottheit. Wofür der Charakter dann aber was tun muss im Nachhinein für diese Gottheit. Also eine Queste machen. Das habe ich gemacht und damit meinem Chorgeweihten das Leben gerettet. aber auch gerade Konsequenzen sind da auch ein guter Punkt. Früher, ich weiß nicht, wie das nach 5 ist, mit dem Balsam, mit der Heilung. Mhm. Konnte es früher jemand von der Schwelle des Todes holen. Mhm. Als Frau Charakter quasi, der gerade frisch am Absterben war, konntest du ja zurückholen, also ihn wieder auf den positiven Lebensbereich bringen. Mhm. Und da stand ja mal bei, in einem Roman wurde das mal geschildert, dass das einen Teil von dir selber ja entzieht. Du musstest ja irgendwie permanente Lebenspunkte und sowas opfern. Ich habe das dann mal tatsächlich gemacht, als ein Spieler das gemacht hat, also Schwelle des Todes, hat auch geklappt, und dann stand er vor Boron. Weil der Tod ja in Borons Buch stand. Er war ja festgeschrieben schon, der Tod. Mhm. Und dann musste er mit Boron diskutieren, quasi also sagen, ja, mach das nicht nochmal, du bringst ja alles durcheinander in meinem Buch. So quasi und Gulp. Ja, der hat gesagt, gerade durch diese Queste hätte man ja auch eine Konsequenz, damit ist das auch nicht mehr unbedeutend, das stimmt. Ist natürlich für solche Runden, wie wir jetzt hier haben, halt allerdings auch nicht so richtig durchführbar, weil wir wissen, nach Klingen der Nacht, also gibt es höchstwahrscheinlich kein Folgeabenteuer für diese Runde. Das heißt, ja, also man soll nie sagen, klar, aber es ist jetzt nicht geplant, so, ne, und deswegen kann man jetzt nicht sagen, okay, du kriegst jetzt irgendwie eine Quest, so, die findet aber nie statt, weil du den Charakter nie wieder weiterspielen kannst danach noch. Könntest höchstens sagen, ich behalte das Charakterkonzept und wenn du benutzt den Charakter irgendwo anders nochmal und dann hat er halt diese Quest trotzdem noch.
aber es ist halt eine andere Qualität. Also wenn du das in einer langen Kampagne machst und du kannst dem quasi eine Quest dazwischen schieben, dann funktioniert das. Sicher ziemlich gut. Sprich, richtig schlimm ist sowas Energie 7. Ja. Ach, da kann es ja auch mal sein, dass du durch die Pforten des Grauens zurückkommst, nachdem du von dem Dämon gefressen wurdest. Ja, klar. Ne? Also vom Prinzip her mit... Hast du aber mehr als 2 Tassen verloren. Ja. Ich frage, ob du viel Wahrheit Also, es gibt ja Charaktertod und es gibt Charaktertod. Charaktertod ist Charaktertod, aber Charaktertod ist Charakter... Aber wie gesagt, der Leitfaden ist ja, Dummheit sollte nicht belohnt werden. In jedem Fall. Das ist halt, und klar, da gab es auch mal Diskussionen am Spieltisch, das weiß ich noch. Der Ondra-Geweihte, der sich opfern will. Ist das wirklich sinnig für die Gruppe in diesem Moment? Könnte die Gruppe nicht auch einfach so entkommen? Und wenn der Ondra-Geweihte dann stirbt, weil er sich heldenhaft opfert, ist das Opfer umsonst? Ist es nicht umsonst? Ja. Das ist halt so. Die Frage ist dann aber auch, was nimmst du der Szene weg, wenn du ihn dann zurückkommen lässt? Ja, genau. Dann finde ich, ist die ganze Szene total absurd. Ja. Weil, wenn du dich für die Gruppe opferst, dann ist das nur geil und vom Rollenspiel total wertvoll, wenn das auch wirklich ein Opfer gewesen ist. Und by the way, was natürlich auch eine Möglichkeit sein kann, ist, wenn du halt den Charakter dann freiwillig rausnimmst in solchen Fällen. Mhm. Ja, wenn du das mit dem Spielleiter halt absprichst, kann ja sein, dass du tatsächlich keine Zeit mehr hast. Ja. Wenn du halt zum Beispiel weißt, es sind nur noch 3 Abende, aber ich schaff's nicht mehr. Ja. Ich habe das einmal gemacht. Kann man aber natürlich auch andere Wege gehen, außer dem Charaktertod. Ja, man kann ja kreativ sein. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja. Ich habe das einmal gemacht, wo mir ein Charakterkonzept einfach überhaupt nicht mehr passte und ich merkte, ich kann diesen Charakter nicht so spielen, wie ich mir den vorgestellt habe und so, und das passte einfach alles hinten und vorne nicht. Es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Dann habe ich halt dem Spielleiter auch gesagt, können wir das irgendwie machen? Ich habe so eine andere Charakteridee irgendwie, das passt irgendwie alles nicht mehr. Wo passt das irgendwann demnächst, dass es irgendwie so heldenhaften Abgang gibt oder so, und dann hat sich das einbauen lassen. Sowas gibt es natürlich dann auch. Ja. Ich habe mal einen Charakter auf unbestimmte Zeit pausiert. War eine aventurische Wundheilerin, die im Endeffekt in der Gruppe dafür da war, idiotische Aktionen auszubügeln, weil sie irgendwann so spezialisiert war, alles und jeden wieder zusammenflicken, dass, die war ein Monster mit Nadel und Faden, so könnte man es nennen, aber da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf, weil die haben sich ja echt alles rausgenommen, weil sie wussten, ja, wir haben ja eine Heilerin. Ja, und dann kamen wir irgendwann in dieses zerstörte Dorf, wo es dann ein NSC-Kind gab, das seine Eltern verloren hat. Und meine Wundheilerin hat sich irgendwie so ein bisschen an dieses Kind gebunden. Und ich habe dann irgendwann zum Spielleiter gesagt, hör mal, ich würde diesen Charakter gerne auf unbestimmte Zeit pausieren, weil die möchte bei dem Kind bleiben. Die möchte, weil sie kann das Kind nicht mit auf Reisen nehmen. Sie kann nicht mit einem Kind vom Schlachtfeld zu Schlachtfeld reisen und dafür sorgen, dass ihre Leute nicht in irgendwelchen Höhlen sterben, weil die es unglaublich geil finden, von einem 3 Meter hohen Pilz zu springen. Deswegen würde die halt mit dem Kind hier an dieser Kriegerakademie bleiben, wo sie auch noch von Nutzen ist, wo sie was arbeiten kann für ihre Fähigkeiten. Und damit habe ich den Charakter dann rausgenommen und mir einen neuen gemacht. Dem das egal war, was die anderen tun. Ja. Ophelius schreibt gerade auch was Schönes. Er findet, dass man auch mal ausspielen sollte, dass Wunden wirklich wehtun und dass man Angst vor dem Tod hat. Und ich gerade in dieser Runde kam das ja auch ein paar Mal schon vor. Also, dass er gerade diese Angst vor der Zerstörung und dem totalen Leid irgendwie, das wurde ja schon ein paar Mal thematisiert. Und Lothir hat auch ja seine Wunden, die er da von dem Hammerschlag ja auch davon getragen hat, er auch ganz gut irgendwie angespielt. Ich denke auch, das ist genau wie bei den Tieren, die einen begleiten. Wenn ich habe halt hier Wundschwelle 1, ja, schlimm, ja, habe halt einen Abzug, aber sonst nichts, dann hat das keine Relevanz in der Spielwelt. Ne? Also deswegen. Ja. Zum einen das, Lothir versucht das ja noch ein bisschen vor IK hier runterzuspielen. Weil er ja quasi so, ne? Was da natürlich auch der Punkt ist, der Verlust von Gliedmaßen zum Beispiel. Weil an sich gibt es ja keine Regelung dafür in dem Sinne. Klar, du konntest halt früher nach DSA 4 sagen, okay, du hast
die vierte Wunde an einer Körperstelle gemacht, Arm ist ab. Fand ich aber immer so ein bisschen. Aber gerade so besonders heftige Angriffe, denke ich mal einfach, und wenn man sich das mal ein bisschen realistischer vorstellt, wenn du jetzt so, sag ich mal, ein Viertel oder ein Fünftel Lebensenergie auf einen Schlag verlierst, kann es durchaus sein, dass sich das die Hand kostet oder ein Auge oder sonst was. Ne? Aber da reagieren ja auch viele sehr empfindlich in dem Moment. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber kann natürlich auch reizvoll sein, sowas auszuspielen. Ja, genau. Das kann da irgendwie auch einen ganz anderen Touch deinem Charakter geben. Und ich habe das einmal gehabt in einer Runde, wo der Kagrim gerade im Chat ist. Haben wir mit ihm gespielt, in der Borberat-Kampagne auch. Und Kagrim hat einen Zwerg gespielt und ich habe ihm einfach irgendwann im zwischendurch in der Kampagne hat er in einem Kampf seine Hand verloren und war halt vorher der typische Zwerg mit einem Zweihand-Hammer kämpfend, glaube ich. Und genau, und das war ganz böse für den Spieler auch, einfach weil er einfach auf einmal keine Hand mehr hatte und auch ganz viele Sachen nicht mehr konnte. Und ja, und das hat dann ganz lange gedauert über so ganz viele Spielabende und da hatte sich gerade dran gewöhnt, irgendwie, dass er jetzt nur noch eine Hand hat und halt jetzt irgendwie quasi verstümmelt ist und damit leben muss. Und dann hat er das ein Zeichen, also ohne das so zu spoilern jetzt, also es gibt ein Zeichen, was eine Hand ersetzen kann oder eine Hand ersetzt und das hat er dann bekommen und hatte dann wieder seine Hand, die dann halt aber auch ein Eigenleben führte. Und das war dann ganz, ganz, ganz andere Sache, weil der Charakter an sich halt quasi erstmal diesen Verlust seines Gliedmaßens erstmal komplett durchlebt hatte, sich dann sogar damit abgefunden hatte und dann halt wieder ein neues Gliedmaßen bekommt. Das war auch, ich fand das damals eine ganz, ganz schöne Sache in der Runde. Kann Kagrim ja mal was zu schreiben im Chat, der ist ja da irgendwie. Was ich auch schön finde, ist halt einfach, wenn du halt einfach Konsequenzen merkst, auch von deinem Handeln. Ich hatte das auch mal gehabt in einer Runde, da war mein etwas gutgläubiger Magier in den Tulamidenland unterwegs und hat sich irgendwie so ein Straßenkind angelacht. Ja, das war halt so irgendwie, das hat versucht, seine Mutter zu retten, also genug Geld zusammenzuklauen, um den Arzt für die Mutter zu bezahlen, obwohl die Mutter nicht mehr zu retten war eigentlich. Und mein Magier hat dann das Kind quasi zwangsadoptiert, einfach mitgenommen und ihn dann irgendwie, wir haben das dann irgendwie ein paar Abende lang durchgespielt und dann an der Schule abgegeben, an der Akademie und dann irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre später tatsächlich habe ich den Magier nochmal gespielt, in einem anderen Abenteuer, ein Spieler hat das Kind gespielt, jetzt aber als jungen Erwachsenen und ich wusste davon nichts. Das war dann so einfach, hey, erkennst du mich wieder? Du? Du hast mir das Leben gerettet. Jetzt bin ich, jetzt kann ich das zurückzahlen. So. Und sowas finde ich halt auch echt schön, wenn sowas mal halt vorkommt. Ne? Hier kommt gerade eine Frage aus dem Chat, was ihr davon haltet, wenn ein Mann eine Frau oder eine Frau einen Mann spielt? Kommt sehr drauf an. Also es gibt Cross-Gendern, was richtig gut funktioniert, wo man auch quasi irgendwie überhaupt nichts merkt. Und es gibt leider auch Männer, die irgendwie überhaupt keine Frauen spielen können und Frauen, die keine Männer spielen können. Das ist halt, dann finde ich es sehr irritierend. Aber man weiß es halt in der Fremdenrunde, würde ich, also wo ich die Leute noch nicht kenne, nicht direkt zulassen, es sei denn, ich kenne den Spieler schon halt irgendwie oder die Spielerin und weiß, dass das kein Problem ist. Habe ich bisher tatsächlich kaum Erfahrung mitgemacht. Ich spiele halt häufiger mit Schneeflocke zusammen und Schneeflocke spielt im Vampire hauptsächlich männliche Charaktere, was allerdings vollkommen in Ordnung ist für mich. Ich persönlich würde es mir nicht zutrauen, einen Mann zu verkörpern. Ich weiß nicht, ich habe da nicht das richtige Mindset für, habe ich so das Gefühl. Im Endeffekt ist es mir erstmal egal, welches Geschlecht mein Gegenüber als Charakter hat. Weil es mir ja auf den Charakter ankommt und es kann genauso nervige
Männer wie Frauen geben in einer Online-Spielrunde, was nicht unbedingt etwas mit dem Geschlecht zu tun haben muss, des Spielers, der diese Charaktere spielt. Deswegen lasse ich mich da immer überraschen. Ja, und ich bin halt so, wenn mich was stört, dann spreche ich das an. Dann versuche ich das irgendwie auf einer sachlichen Ebene zu transportieren und zu regeln. Ja. Ich habe das mal versucht. Einmal mit mit einer Brabaka-Schwarzmagierin, die wo das Geschlecht dann allerdings nicht im Vordergrund gestanden hat, wie man sich wahrscheinlich denken kann. Zum anderen mit einer Kavaliere, mit einer Raya-Kavaliere. Da habe ich dann allerdings gemerkt, dass das bei mir auch schnell an meine Grenzen stößt, weil es für mich einfach komisch ist. Ich fand es einfach ein bisschen unpassend, als Frau zu agieren. Also da habe ich mich in meiner Haut einfach nicht wohlgefühlt. Und ich finde, da habe ich gelernt, das ist für mich halt einfach so eine Grundvoraussetzung. Ich muss mich in der Haut meines Charakters auch irgendwie wohlfühlen. Und deswegen spiele ich keine Frauen mehr. Ich habe auch ich würde auch ähnlich sagen wie Pölle und Feder auch. Also ich traue mir das nicht zu, einen Spielercharakter irgendwie des anderen Geschlechts zu spielen, obwohl ich das gerne machen würde eigentlich mal, einfach weil mich das auch interessiert, auch eine Welt aus so einem, das ist ja auch Rollenspiel, ne? Also aus einem komplett anderen Sichtwinkel irgendwie wahrzunehmen. Deswegen allerdings, ich schränke da echt von zurück, einfach weil ich da tierisch Respekt vor habe. Und der Ophidius schreibt das ja auch gerade, er hat die Sorge, zu viele Stereotypen dann irgendwie da reinzubringen. Und genau das ist es, glaube ich, was mich da irgendwie auch abschrecken würde. Allerdings, und jetzt kommt's, ich spielleite ja sehr, sehr viel. Und als Spielleiter spielst du ja ständig auch Crossgender. Ne? Also muss man ja auch mal so sehen. Und da habe ich letztens auch mal irgendwie drüber nachgedacht, so irgendwie, eigentlich spielst du auch ständig weibliche Charaktere. Ob das jetzt bei meiner Vampire-Runde, die Teenager-Vampirin ist, mit der die Gruppe da rumläuft, oder sonstige NPC-weiblichen Charaktere, die ich verkörpern muss. Auch die Liebesszene in dem im Praios-Kloster zwischen Lothir und und Nirala, da habe ich, ne, also als wie, was würde eine Frau jetzt machen? Ich fühle mich da auch nicht. Also, das ist ein guter Punkt, den der Pölle da irgendwie jetzt kommt. Ich fühle mich dann nicht gut dabei, das zu spielen. Einfach, weil ich denke so, wie macht man das denn? Wie machen Frauen das eigentlich so? Ich habe keine Ahnung, wie Frauen das machen. So, aber machen die das überhaupt? Das sage ich auch nicht. Machen die überhaupt was anderes als Männer? Also, das ist halt da der spannende Punkt, wenn Männer als Frauen Männer anmachen. Ja. Das ist immer besonders spannend. Ja. So dieses, weil wenn ein Mann eine Frau spielt und dann halt so sich überlegt, ich möchte jetzt betören, was sage ich denn jetzt eigentlich? Was würde eine Frau zu einem Mann sagen? Oder dieses, da kommen so komische Konstellation bei zustande, das ist schon echt witzig zum Teil, wobei ich ist ja auch da auch das so einschlägige Erfahrungen gemacht. Ich habe mal einen einen Säbeltänzer gespielt, der bisexuell war, und das stieß schon sehr auf komische Zwischenszenen, muss ich sagen, wenn ich als Mann tatsächlich bewusst einen anderen Mann angeflirtet habe am Spieltisch. Ja. Das war schon. Aber wo ist dann der Unterschied zwischen einer Frau, die einen Mann anmacht, und einem Mann, der einen Mann anmacht? Ne? Also es ist halt. Es ist ja auch immer ein doppelter Spagat. Weil wenn ich einen Charakter spiele, spiele ich ja nicht mich. Bedeutet, ich habe ein bestimmtes Mindset, in dem der Charakter funktioniert. Wenn es mein Geschlecht ist, dann habe ich da so ein bisschen Vorerfahrung halt aus meiner Erfahrung, die sie speichern. Wenn ich jetzt auch noch das andere Geschlecht spiele, dann muss ich mir überlegen, gut, das ist ein anderes Geschlecht. In welcher Gesellschaft ist er aufgewachsen? Wie sind die Leute ihm begegnet? Und dann ist das so ein doppelter Spagat. Dann muss ich erst so viel darüber nachdenken, wie dieser Charakter sich verhält, was ich bestimmt geben würde, wenn ich ihm eine Zeit lang spielen würde. Mhm. Um halt irgendwie auch für mich da einen stimmigen Charakter zu erschaffen, in dem ich spielen kann, ohne länger darüber nachzudenken. Weil sonst macht mir das Spiel persönlich keinen Spaß.
Es wurde gerade im Chat halt gefragt, was ist denn ein Mindset, das man braucht, um cross-gendern zu können? Ich glaube, das Mindset, was man braucht, ist, sich klar zu sein, dass wenn man jetzt ein Cross-Gender spielt, dass das Geschlecht nicht bestimmt, wie der Charakter tickt. Mhm. Ja. Also wenn jemand dieses Mindset hat, dann glaube ich, fällt es ihm relativ leicht, auch einen Charakter des anderen Geschlechtes zu verkörpern. Also kompliziert wird es immer dann, wenn das Geschlecht dann quasi im Vordergrund für Handlungen steht. Also solche Beispiele hatten wir auf dem Pol ja in letzter Zukunft, irgendwie vor ein paar Monaten hatten wir ja mal solche Leute, die dann irgendwie reingekommen sind und sagten, ich spiele nur weibliche Waldelfen, die Raya-Geweihte werden wollen. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja, oder ganze Diskussion um Wege der Vereinigung und so, da ist ja eh noch, ne? Und Es gibt einfach auch Leute, denen ich das mehr zutraue, dass sie ein anderes Geschlecht verkörpern. Also zum Beispiel Leopardin spielt auch öfters mal männliche Charaktere. Oder wenn sie Frauen spielt, dann öfter auch Frauen, die sich also meiner Meinung nach relativ männlich gebaren. Nicht immer, aber halt so, sie hat so eine kleine Neigung dazu. Und das hat mit ihr als Person auch überhaupt nichts zu tun. Ist einfach so, ist halt ihr Spielstil, der sich halt in diese Richtung entwickelt. Ne? Und ich glaube, so muss man das abschätzen können als Mitspieler und auch als Spielleiter. Wie ist mein Spieler oder mein Spielleiter drauf? Kann ich das in dieser Runde machen? Ist das auch ein Thema für meine Mitspieler? Ne? Also Kann ich das machen, als etwas dicklicher, behaarter Mann, dann zu sagen, hey, ich spiele eine Frau und zerstört das nicht irgendwas am Tisch? Ne? Also normalerweise spielt man am Tisch. Ne? Kennt ihr Hand of Fate? Nee. Da wird genau das, das ist ein Film über eine Rollenspielgruppe, wo die dann halt auch ihre Charaktere spielen und die Ursprungsgruppe spielt zum x-ten Mal die Kampagne. Und dann kommt ein neuer Spieler dazu und einer der Typen am Tisch entscheidet sich dafür, ich entspiele eine sexy Schwarzmagierin. Und er fällt halt auch immer wieder aus dieser Rolle, weil bei ihm steht dann halt das Geschlecht im Vordergrund, damit er Leute anflirten kann. Das ist aber wieder halt so ein Stereotyp, der da bedient wird. Mhm. Und es ist immer lustig, wenn halt quasi er dann im Frauenkostüm mit Perücke ist, wo er halt gerade er selber ist, der halt was tut, und dann erinnern ihn, ja, aber du bist eine Frau. Und dann plötzlich, zack, ist es eine weibliche Darstellerin mit blonden Haaren und roten Kleid. Ja, natürlich. Das, einziges Mal eine Frau gespielt, das weiß ich. Das war aber bei D&D. Und da habe ich eine Dunkelelfe gespielt. In einer Dunkelelfenstadt. Das war angeblich, wurde mir nachher gesagt, sehr überzeugend. Aber ich habe mich danach auch nie wieder getraut, weil das war halt eine furchtbare Emanze aus heutiger Sicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie... Aber wie gesagt, auf ein paar Sachen hätte ich durchaus mal Lust. Ich würde zum Beispiel auch wahnsinnig gerne mal eine Amazone tatsächlich spielen. Also ich glaube, ich würde als... Aber das ist halt schon wieder schwierig. Ich würde als Spielleiter, wenn einer zu mir... Also wenn ich jemanden nicht kenne, also sagen wir mal, einen One-Shot mache ich im Pol, öffne ich irgendwie auf und sage irgendwie... Lass uns mal eine Runde ein One-Shot-DSA spielen und dann meldet sich irgendjemanden, den ich noch nie vorher gesehen habe. Passiert einem ja auf dem Nordpol öfters so. Und er kommt dann und sagt, ich möchte gerne eine Frau spielen. Oder umgekehrt, meldet sich eine Frau, die halt sagt, ich möchte einen Mann spielen. Dann wird meine erste Frage als Spieler sein, warum muss das sein? Warum? Also erklär mir mal, also... Warum das jetzt? Und also das habe ich auch mit ganz, ganz kurz nur auch gemacht mit meiner letzten Runde, wo war es bei Through the Breach, wo der Wretched Egg, glaube ich, hat eine Frau gespielt. Den kannte ich auch nicht. Ich habe auch gedacht, so, oh, Crossgender, jemanden, den du nicht kennst. Schwierig. Ich habe ihn auch gefragt, so, warum muss es ja ausgerechnet eine Frau sein? Hat das relativ kurz gehalten, einfach nur so, ja, ich würde das ja gerne ausprobieren. War mir schon genug. Ich wollte einfach nur auf den Tisch bringen, also ins Gespräch, in die Runde tragen, dass es irgendwie, dass es ein Thema ist, so, dass da jetzt jemand cross-gendert.
Und ich habe hab ihn dann ein bisschen, wir haben ein bisschen halt drüber so ganz neben, also gar nicht intensiv, aber so ein bisschen darüber geredet, warum und wieso und was er da für Ideen für den Charakter hat und so. Und dann hat das ja am Ende auch super gepasst. Der hat seinen Charakter super gespielt. Und dann ist das auch kein Thema mehr. Aber ich glaube, diese Nachfrage zuerst mal zu fragen, so irgendwie, ja, warum muss das jetzt sein, dass du eine Frau spielst? Mit welchem Hintergedanken spielst du jetzt eine Frau? Warum machst du das? Und wenn er dann sagt, ja, ich möchte einfach mal barbusig rumlaufen und alle Männer anspringen. Hey, guck's nicht so, es gibt bestimmt solche Leute, ja. Du bringst mich gerade auf tolle Ideen für meinen nächsten Charakter. Das Katzenwesen mit den Ohren und den Nikofötchen. Plan B, falls Goswin stirbt. Dann müsste man sowas halt auch mal thematisieren. Ne? Also gerade auch, wenn ich an diesen einen Menschen da aus dem Nordpol denke, der da vor ein paar Monaten war, der dann halt sagte, ja, ich möchte dann meine Weihe zu Rajaja Geweihten auch ausspielen in Time und so, da freue ich mich dann schon voll drauf und so. Und da habe ich mir auch so gedacht, als Spielleiter, wie würde ich mit so einem umgehen? Also, wenn das für die Gruppe okay ist, ist das eine andere Sache noch, aber ich glaube, ich würde dann auch erstmal mit seinem Charakter konfrontieren, was es bedeutet, eine Raja-Geweihte zu sein, dass es nicht nur rumpoppen ist, sondern dass es einfach ne, Tempeldienst an Pferden und an Schönheit im Wein und an Blumen und so weiter. Und dass da auch der Geschlechtsakt vorkommen kann, klar, bei Raja, aber halt auch nicht alles besprungen wird, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und ihm dann irgendwie eine Mentorin oder einen Mentor an die Hand zu geben, der ganz klar darauf hinweist, was die Sache ist. Ist es nie dazu gekommen, irgendwie, ich habe da auch eigentlich gar keine Idee drum, weil das nehme, glaube ich, sehr, sehr viel Screentime in Anspruch, sowas auszuspielen und sowas auch anzuspielen und in Time solche Charaktere auch irgendwie mit so einem Mindset, sage ich jetzt mal, denen auch gerecht zu werden. Von daher halt würde ich dem dann wahrscheinlich sagen, guck mal, lass spiel was anderes oder spiel mit wem anders. Aber es geht alles, man kann das schon. Und man muss den Leuten halt, wie das aber in jeder Gruppenzusammenstellung ist, vertrauen können und muss damit, also ich muss als Spielleiter, auch wenn Feder jetzt eine Frau spielt, weil muss ich ja auch damit klarkommen, wie sie ihre Frau spielt, spielt das Geschlecht ja auch keine Rolle, so großartig. Ne? Und ganz einfach mal behaupten, interessanter Kai könnte auch einfach sein. Ja. Frecher. Ja. Interessante so. andere Art ist halt, wie geht man generell mit Geschlechtern um in Aventurien oder in seiner Spielwelt, genau. Ne? Und hat man, wie auch gerade jetzt ist es ja in der Gesellschaft auch Thema, wie ist es mit Leuten, die ihr Geschlecht gar nicht genau definiert haben oder so, oder was macht das, wenn, das fand ich von Maire oder wie heißt sie, von Orkenspalter? Mairi, genau, ja. Wo sie halt über die Wege der Vereinigung geredet hat, fand ich das zum Beispiel interessant. Wie gehen Zwerge damit um, dass es nur so wenig Zwergenfrauen gibt. Ne? Was macht das mit Homosexualität unter Zwergen? Ist dieser verminderte Geschlechtstrieb Ausrede genug dafür, dass mein Zwerg halt nicht nach Männern guckt, wenn er keine Frau haben kann? Oder wie taucht das auf? Oder was macht das, wenn man in einem Matriarchat aufgewachsen ist in Aranien? Also es gibt in unserer Kultur, in der wir leben, quasi fast keine Beispiele für ein Matriarchat. Also für ein funktionierendes Matriarchat, weil westliche Welt, alles ist patriarchal geprägt. Gott sei Dank inzwischen nicht mehr dominant, hoffentlich. Immer noch eigentlich dominant, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Aber die Tendenz geht woanders hin. Aber was macht das mit einer Kultur und einer Gesellschaft, wenn es sowas gibt? Und ne, das ist solche Gedanken fände ich viel interessanter, als die Penislänge auszuwürfeln. Ja, das oder halt mal so ungewöhnliche Konzepte dabei zu haben. Bei Dragon Age Inquisition, da gab es ja diesen Krem, diesen Adjutanten, der ja irgendwie ein Mann war, der sich aber als Frau empfunden hat. Mhm. Und das als normales Konzept halt da drin. Aber ich fand die Idee einfach cool, dass sie sowas mal sich getraut haben einzubauen. Weil wir wissen ja, wie schlimm sowas ja ist, ne? In den USA. Also. Oh.
Aber das zum Beispiel als Konzept finde ich auch mal sehr interessant. Oder generell diese Sachen. Und wenn wir schon bei Cross-Gendern sind, wie das andere Geschlecht denkt, was ja kulturell geprägt ist, auch, wie ist das denn, wenn ich dann einen Charakter spiele, der noch nicht mal ein Mensch ist? Mhm. Und dann vielleicht noch Cross-Gender. Ja. Ja, ich meine, wie sieht ein, also gut, Elf und Elfe sind, wo wir sie beschrieben werden, recht ähnlich von ihren Ansichten. Mhm. Da gibt es quasi keinen wirklichen Unterschied. Da fand ich letztens interessant, es gibt ja irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das offizielles DSA-Lore ist, aber ich meine, dass es irgendwo steht, dass Elfen nur zeugen können, also Elfenmänner, glaube ich, nur zeugen können, wenn sie das wollen. Also, ne? Also, es war mal so in der allerersten Ausprägung, dass beide Geschlechter die Empfängnisbereitschaft willentlich kontrollieren können. Genau. Und was macht das, macht das mit einer Rasse, wenn du völlige Kontrolle über deine Fortpflanzung hast? Mhm. Ja? Oder naja. Ja. Sag du was. Oder halt die andere Variante, wenn du halt Elfen, die eine Sache, aber hast zum Beispiel, wenn du jetzt einen Ork spielst, tatsächlich, wo ja die Kultur regelrecht überpotent ausgeprägt ist, oder wenn du halt einen Charakter spielst wie ein Achas, der überhaupt keinen Sexualtrieb besitzt. Mhm. Klar, die werden normalerweise nicht gespielt, aber rein vom logischen Gedankengang her, finde ich sowas durchaus reizvoll, einen Charakter zu spielen, der halt eben kein Mensch ist, aber dann muss man sich halt auch damit auseinandersetzen, was bedeutet das? Und gerade Zwergenfrauen haben ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert in der zwergischen Gesellschaft als eine menschliche Frau. Ja. Das ist zum Beispiel jetzt also auch sag mal kurz, ne? Das ist jetzt eher so halb scherzhaft gemeint, aber es gibt ja nicht nur die, also zumindest glaube ich das, weil so genau weiß ich das tatsächlich nicht, es gibt ja nicht nur die Vereinigung von Mann und Frau, um ein Kind zu bekommen, sondern es gibt ja auch noch diese ganz eigene, merkwürdige Sparte der Eigeborenen. Und ich finde, eine Frage, die viel zu wenig diskutiert wird, ist, legt eine Frau ein Ei und wie geht es ihr danach? Oder ist das Ei plötzlich da in einem magischen Regenbogen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was ist das mit, wenn man aus einem Ei geboren wird? Ist man dann ein Mann, eine Frau? Gehört man überhaupt zu der Rasse, wie man aussieht? Also es ist so ein ganz aventurisches Ding, so ein Wesen schlüpft aus Ei. Ist es eine Kröte? Ist es eine Echse? Ist es ein Mensch? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ein Vogel vielleicht, ja. Ein Vogel, ein Fisch. Ja. Mir kam die Diskussion letzt, als ich nochmal ein bisschen über den Engel-Hintergrund gelesen habe, ne? Also Chroniken der Engel, Rollenspiel. Da ist die Kirche, die da beschrieben wird, die angelitische Kirche, quasi ja, wird ja von vielen Spielern da so wahrgenommen wie die Kirche, die wir halt so kennen, so. Aber dass die so feinheitige Unterschiede haben. Zum Beispiel die Gesellschaft in Chroniken der Engel ist halt dadurch geprägt, dass die Erwachsenen zweimal die Erwachsenengeneration weggebrochen ist und quasi Kinder ohne die Erziehung von Erwachsenen zweimal kurzer Zeit halt aufwachsen mussten. Das heißt, die ganze Gesellschaft ist mit dem Wissen und der Einstellung von nicht erzogenen Kindern aufgewachsen und basiert darauf. Und das Oberhaupt der angelitischen Kirche in Engel ist halt auch ein 14-jähriger Junge, der nicht altert und das schon seit Hunderten von Jahren. Und auch die Engel erscheinen als kleine, als Kinder. Und dann wurde in so einem Forenbeitrag auch irgendwie darüber diskutiert, welchen Stellenwert haben Kinder eigentlich in dieser Welt, wo man gemerkt hat, es gibt eine Seuche, die potenziell alle Erwachsenen auslöschen können. Und die Streiter des Herrn, die Lichtgestalten, die mir begegnen können, das sind Kinder. Also sehen aus wie Kinder. Und wie ist diese Gesellschaft geprägt? Und auch die Kirche ist ganz anders beschrieben als unsere Kirche jetzt, die katholische Kirche mit ihrem Zölibat. Nein, die Kirche
da werden, ist das Kinderkriegen halt oberstes Gebot, weil die Kinder wertvoll sind, ne? Und der Papst ist Kind und Kinder sind rein und, ne? Es ist halt irgendwie, wie man sich die Gesellschaft halt so vorstellen muss. Und ich denke, das ist in so Fantasy-Settings ist man schnell bei der Hand, einfach mal zu sagen, ja, das ist wie das und das. Aber es lohnt sich oft, so einen Blick hinter die Sachen, wie eben wir mit der Prajos-Kirche ja auch gemacht haben, einfach mal so ein bisschen so den Blick hinter die Kulissen zu schlagen und so Beweggründe einfach mal herauszukristallisieren, was wie ein Charakter oder eine Gesellschaft auf welche Situation sich anpasst. Ja. Und zum Thema Eigeboren, da gab es auch mal vor Urzeiten mal so einen Kurzkonsens, dass man halt gesagt hat, Eigeborene entstehen, wenn die Hexe mit Leftern schläft. Hm. Der produziert halt quasi über das Ei im Bauch und das, die Frau kann das nur überleben durch die Magie des Zirkels, die gemeinschaftlich dafür sorgen, dass das Ei zur Welt kommt. Ergo habe ich dann gesagt, okay, sie machen einen Kaiserschnitt und teilen es zu. Weil das war, wenn man sich das mal überlegt, ein Ei muss ja, da muss ja das Baby noch reinpassen. Das ist also ein bisschen größer als das normale Baby. Mhm. So, und das hat, und das muss auch eine Nährflüssigkeit und sowas haben. Also geht das eigentlich nur so. Und so wollen wir das halt beibehalten. Und das macht dann schon ein bisschen Sinn. Ja. Darum können halt keine Männer eingeboren sein. Tja. Geht dir nicht. Magie. Sexismus. Will einen eingeborenen männlichen Hexer spielen dürfen. Also ist nochmal, um das mal diese Geschlechterthematik nochmal irgendwie zum Abschluss zu führen, ist, ich finde, gerade für mich hat auch dieses, das schließt auch so den Bogen an den Anfang, wo wir diskutiert haben, ein bisschen. Aventurien ist für mich auch immer ein Kontinent gewesen, wo Gleichberechtigung herrscht. Also nicht überall, aber im Großen und Ganzen ist Aventurien etwas, wo es keinen Unterschied macht, ob du Mann oder Frau bist. Wenn du in den Tulamidenlanden bist, okay, ist es anders. Und wenn du in Arvanien bist, ist es auch anders. Aber sonst ist es eigentlich im Großen und Ganzen so, dass es das Aventurien als Setting dir als Frau oder als Mann auch eine Möglichkeit gibt, sich in einem mittelalterlichen Setting gleichberechtigt zu bewegen. Nicht, dass du jetzt irgendwie versuch mal in einem realistischen mittelalterlichen Setting dich als Frau zu bewegen, dann wirst du nicht alles machen dürfen, was ein Mann darf. Und diese Möglichkeit bietet Aventurien aber, und ich fand das gerade auch prägend für mich als Menschen, als Jugendlicher auch mit dieser Welt konfrontiert zu sein, wo es völlig normal ist, dass Gleichberechtigung existiert. Und ich finde, sowas ist auch wertvoll, sowas zu erhalten als Spielwelt, irgendwie als positives Ding, wo man sagt, irgendwie, ja, in unserer Gesellschaft ist das leider nicht so. Warum ist es so? In der Spielwelt funktioniert es doch. Was machen die anders? Was könnte man anders machen? Und so weiter. Also als Idealkonstrukt quasi. Ne? So ein bisschen Star Trek-mäßig. So, Star Trek zeigt uns, wie die Menschheit sein könnte. So, worauf man hinarbeitet. Ja. Gut, Leute, wir haben fast Mitternacht. Ich glaube, wir können den Stream für heute mit dieser total spannenden Thematik dann auch mal zum Ende kommen lassen. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich, umsonst sind wir jetzt hier so lange unterwegs schon. Vielleicht machen wir das öfter mal, wenn mal einer ausfällt, einfach mal so ein bisschen rumzuquatschen. Ja. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr ja sonst unter das Video schreiben, wenn es rauskommt. Genau. Also wenn ihr kommentiert und dann schreibe ich das eigentlich fast immer an die Gruppe weiter und die freuen sich immer wie Bolle, wenn Kommentare da sind und außerdem gilt immer noch die Feedback-Challenge vom Mischka. Ja, also wenn ihr ein Video guckt auf YouTube, hinterlasst einen Feedback-Kommentar
Und sei ja auch nur, und das fand ich ganz süß, eine Zuschauerin hat letzt drunter geschrieben, ja, mir ist gerade nicht nach viel Schreiben, ich wollte nur sagen, war eine gute Runde, mehr schreibe ich aber jetzt nicht. Und ich fand das so total süß. Also ihr müsst, fühlt euch nicht gezwungen, was zu schreiben, aber es macht einfach so viel Freude, das zu lesen und weiterzugeben. Und gezwungen, aber gechallenged. Genau, gechallenged, ja. Ja. Und ihr bereitet uns damit eine Freude und ihr zeigt uns damit irgendwie, dass das, was wir hier machen, schön ist für euch und das ist wichtig, glaube ich, auch für die Motivation. Deswegen Feedback-Challenge. So, ja, alle bedanken sich, war ein schöner Abend. Ich fand es auch sehr schön, von euch zu lesen und zu hören. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen, hoffentlich dann mit den Yetis und dem Kampf oben auf dem Berg. Und bis dahin, sage ich mal, guckt am Sonntag Vampire bei mir oder sonst auf dem Nordpol mal nach anderen Streams. Wir haben heute schon Werbung gemacht für das Adlerbanner und für die jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht. Für Bioings DSA-Runde sage ich jetzt einfach mal Salz der Tränen heißt es, glaube ich, ne? Sonst gibt es super viele andere tolle Sachen, zum Beispiel auch von Azrael, der ganz viel Beyond the Wall macht, eine super Runde hat mit seinem Münzenreich. Das war, obwohl ich Asia-Settings nicht mag, super gut. Schaut mal überall rein, auf dem Nordpol gibt es ganz viel, entdeckt es und spielt was. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao.